Ja, ich möchte Sie und euch recht herzlich zu unserem vierten Fachgespräch der Reihe Männlichkeiten und Männlichkeitsbilder in der Neuen Rechten begrüßen. Heute ist bei uns Özcan Karadeniz zu Gast. Er ist Politikwissenschaftler und Geschäftsführer des Verbandes Binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig. Sein Thema heute ist Rassifizierung von Männlichkeiten. Herzlich willkommen. Ich bin Henning von Bargen und leite zusammen mit meiner Kollegin Ines Kappert das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Dieses Fachgespräch oder diese Fachgesprächsreihe ist eine Kooperation zwischen dem Gunda-Werner-Institut und dem Netzwerk Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse. Und da gibt es immer Vorbereitungsgruppen für solche Veranstaltungen. Und in dieser Vorbereitungsgruppe für diese Fachgesprächsreihe haben mitgearbeitet Andreas Großes, Volker Handke, Michael Tunsch und Klaus Schwärmer. Andreas Großes wird gleich für das Forum Männer begrüßen und das Gespräch moderieren. Und unterstützt wird er dabei von Volker Handke und mir. Für diejenigen unter Ihnen, die zum ersten Mal dabei sind, erläutere ich gerne kurz nochmal, worum es uns mit der Fachgesprächsreihe geht. Wir nehmen wahr, dass weltweit nationalvölkische, neurechte und rechtsextreme Politiken erstarken, Sie wahrscheinlich auch. Die AkteurInnen bedienen sich verschiedener, zum Teil rassifizierender Zuschreibungen. Es werden ethnische, kulturelle, nationale, geschlechtliche oder auch religiöse Gruppenidentitäten genutzt und damit eine Politik der Ausgrenzung und Abwertung der als andere markierten Gruppen forciert. Mit den Wahlerfolgen der AfD ist dieser Trend auch in Deutschland sichtbar geworden und immer noch sichtbar und stößt vor allem in gesellschaftlichen Debatten über geschlechtliche Vielfalt und Männlichkeit auf besondere Akzeptanz. Und Sie werden sich vielleicht erinnern an die Forderung von Björn Höcke von der AfD, echte oder wahre Männlichkeit wiederherzustellen, was er laut erhebt als Forderung. Die Auswirkungen dieser Weltsicht sind unter anderem an der steigenden Zahl von rassistischen und gewalttätigen Übergriffen auf alles, was nicht als zugehörig gedeutet wird, abzulesen. So wurden zum Beispiel bei dem Attentat von Atlanta im März 8 Menschen ermordet, 7 der Opfer waren Frauen, 6 von ihnen hatten eine asiatische Zuwanderungsgeschichte. Gemeinsam ist allen Übergriffen, dass einerseits überwiegend Männer als Täter agieren und sich andererseits bei den Angegriffenen es um rassifizierte, migrantische und/oder marginalisierte Menschengruppen handelt, unter anderem POC, LGBTIQ-Personen, aber auch Frauen und Männer, die nicht dem traditionellen Bild von Weiblichkeit und Männlichkeit entsprechen. Wir haben uns daher gefragt, woran liegt es eigentlich, dass Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, insbesondere auf Personen, die sich als Männer definieren, so anziehend wirkt. Bisherige Erklärungsmuster und auch Deutungsangebote, die variieren erheblich und je nach eigener Positionierung, Weltsicht oder auch Kontext. Daher haben wir diese Fachgesprächsreihe konzipiert und setzen uns in dieser näher mit verschiedenen Erklärungsansätzen auseinander. Und auch mit verschiedenen Perspektiven auf das Phänomen und die eben skizzierten Entwicklungen. Beim ersten Fachgespräch führte Fabian Lamm von der Hochschule Kiel überblicksartig aus, welche Männlichkeitskonstruktionen, welchen er dort im Rechtspopulismus und auch im Rechtsextremismus begegnet, wie sich diese auf soziale Arbeit auswirken können und welche Handlungsmöglichkeiten er in der sozialen und pädagogischen Arbeit sieht. Beim zweiten Fachgespräch ist Sebastian Winter aus einer sozialpsychologischen Perspektive der Frage nachgegangen, was rechte, autoritäre Modelle in einer komplexer werdenden Welt so attraktiv macht und was das für die politische und pädagogische Praxis bedeuten kann. Und im dritten Fachgespräch warf Thorsten Nagel einen Blick aus der Praxis der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus
auf Männlichkeiten und den Zusammenhang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft und rechtsextremer Ideologie. Was erwartet Sie heute? Nicht nur rechtsextreme Männer greifen auf Rassismen zurück, auch bürgerliche Männer reagieren auf gesellschaftliche Herausforderungen mit Abgrenzung vom imaginierten anderen Mann. Bürgerliche Männer müssen Anpassungsleistungen in einer sich zunehmend geschlechtergerecht entwerfenden Gesellschaft vollbringen. Und während mühsam Schritte vollzogen werden, richtet sich der Blick zunehmend auf die Männlichkeiten marginalisierter Gruppen. Rassifizierte Männlichkeiten und Unterschichtsmännlichkeiten werden als archaisch und unbeweglich beschrieben. Der Abstand zu den als anders definierten Männlichkeiten scheint also der Gradmesser der eigenen Emanzipation zu sein. Unser Gast und Gesprächspartner Özcan Karadeniz thematisiert in seinem Vortrag, den er gleich halten wird, die Vergeschlechtlichung von Rassifizierung und die Konstruktion einer weißbürgerlichen männlichen Norm in Abgrenzung zu veranderten Männlichkeiten. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie, wie jedes Mal, die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen, zu kommentieren und zu diskutieren. Wenn Sie einen Wortbeitrag haben, dann melden Sie sich bitte mit der Handheben-Funktion. Sie können auch den Chat nutzen, um Ihre Fragen zu stellen. Und sollte es technische Probleme oder Hinweise an uns als Moderation geben, dann können Sie dazu ebenfalls den Chat nutzen. Wir in der Moderation versuchen dann entlang der von Ihnen gestellten Fragen und Wortmeldungen die Diskussion zu strukturieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn nicht alle Meldungen und Fragen zum Zug kommen. Wir sind eine relativ große Runde und haben auch nur begrenzt Zeit. Wir möchten auch darauf hinweisen und darum bitten, dass alle Teilnehmenden bei Wortbeiträgen oder im Chat respektvoll und diskriminierungssensibel miteinander umgehen und die Netiquette einhalten. Sollte das wider Erwarten nicht der Fall sein, dann werden wir das als Moderationsteam auch zum Anlass nehmen, gegebenenfalls Teilnehmende auszuschließen. Ganz wichtig, dieses Fachgespräch wird aufgezeichnet und im Nachgang zu Dokumentationszwecken als Video online gestellt. Mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme haben Sie sich bereit erklärt, dass wir diese Aufnahmen veröffentlichen dürfen. Bevor ich nun an Andreas Großes übergebe, möchte ich mich noch ganz herzlich bei allen bedanken, die uns bei der Organisation der Veranstaltung unterstützt haben. Gabriel von der Technik, Julia vom Tagungsbüro, meine KollegInnen im Gunda-Werner-Institut, Hanna und Christiane. Ohne all diese KollegInnen würden wir Veranstaltungen wie diese nicht realisieren können. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. So viel zunächst von mir. Ich übergebe jetzt an Andreas Großes vom Netzwerk Forum Männer für seine Begrüßung und die Moderation. Ja, das mache ich gerne. Hallo, ich grüße Sie und euch. Und ja, wir versuchen euch und Sie zusammen gut durch diese Veranstaltung zu bringen. Ich bin selber sehr gespannt. Es ist ja jetzt schon, wie Henning sagte, eine kleine Reihe, die wir hier gestartet haben. Und bevor es Jan loslegt, möchte ich nochmal ganz kurz was zum Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse sagen. Wie gesagt, wir sind Mitveranstalter und haben zusammen mit Henning und dem GWI diese Veranstaltungsreihe konzipiert. Wir haben quasi schon seit 20 Jahren eine gute Kooperation, wo wir als Forum für Menschen, die sich mit Männlichkeiten auseinandersetzen, sowohl auf praktischer als auch auf theoretischer Ebene, versucht ein Debattenforum, aber auch ein Forum, was Veranstaltungen macht, was versucht, sich einzubringen und auch Beiträge zu leisten für geschlechterpolitische Themen, die uns wichtig sind. Und dazu gehört sicherlich das Thema Rassismus und spezifisch heute Rassifizierung von Männlichkeiten. Wir haben das schon öfter mal aufgegriffen, zum Beispiel auch mit Özcan Karadeniz in der Planung und Durchführung beteiligt war unsere Tagung, die wir 2015 durchgeführt haben zu Rassismus und Männlichkeiten, hier in Berlin zunächst und dann
Spannend. Nach der Silvesternacht in Köln wurde die Tagung dann auch nochmal in Köln durchgeführt. Also das als Beispiel, was wir unter anderem gemacht haben. Also wir sind ein offenes Netzwerk für Menschen, die in diesem Feld arbeiten. Und es ist sicherlich auch eine Möglichkeit, sich auch weiter da zu informieren und sich, wer mag, auch beteiligen an dieser Struktur. Wie immer, es gibt einiges zu tun, aber es macht auch Spaß. Und heute haben wir wieder ein Ergebnis unserer Arbeit und können in die Diskussion einsteigen. Also deswegen von mir noch mal einiges zu Özcan, weil Henning hat schon gesagt, ja, du bist Politikwissenschaftler und Geschäftsführer des Verbandes Binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig. Du bist aber gleichzeitig auch langjähriger Trainer und Referent im Bereich rassismuskritischer und politischer Bildungsarbeit, sowohl im Kontext von Migration, Diversity und Empowerment, im Verein Phoenix dort auch unter anderem engagiert. Und was ich noch spannend finde, ist deine Mitgliedschaft im unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit des Bundesministeriums des Inneren. Da bist du tätig und gleichzeitig hast du noch 2019 einen Film gemacht, einen spannenden Film, Spendier mir einen Chai und ich erzähle dir alles, zusammen mit, ja, also das Buch hast du auch zusammen gemacht mit Anna Sabel, was gerade eben erschienen ist. Darauf möchte ich unbedingt hinweisen, ein bisschen Werbung machen. Diesen Monat erschien das Buch Die Erfindung des muslimischen Anders, 20 Fragen und Antworten, die nichts über Muslimsein oder nee, Muslimischsein verraten. Wir fanden es auch ganz spannend, dass wir die Möglichkeit hatten, ins Grassi-Museum, Völkerkundemuseum in Leipzig zu kommen, wo du eine Ausstellung kuratiert hattest, Reorient, die Erfindung des muslimischen Anderen. Also es wird deutlich, du bist da sehr drin in diesem Thema und deswegen ist es ganz, ganz toll, dass du heute dabei sein kannst und uns auch nochmal deine Sicht auf die Themen, die wir jetzt aufgeschlagen haben, kurz aufzuzeichnen. Okay, also die Zeit läuft, du hast eine gute halbe Stunde so für deine Präsentation. Danach ist die Diskussion, wie Henning schon gesagt hat, sowohl über Meldung im Chat als auch direkte Wortmeldung möglich. Dank dir. Ja, vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Henning. Vielen Dank auch ans Gunnar-Werner-Institut und an das Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse für die Einladung, für die spannende Veranstaltungsreihe. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Und ja, bin heute bemüht, vielleicht nochmal eine etwas andere Perspektive in diese Reihe mit reinzubringen. Und bin sehr gespannt dann auf die, ja, wie es ankommt und auch auf die Reaktion und die anschließende Diskussion. Halbe Stunde, da werde ich hoffentlich nicht drüber gehen. Jetzt versuche ich mal direkt meinen Bildschirm freizugeben und direkt mit dem Inhalt zu starten. So, jetzt bräuchte ich mal ein kurzes Signal, ob alles zu sehen ist, soweit. Ich sehe Daumen vor dem Hintergrund, freue ich mich. Genau, ja. Ihr habt es jetzt gerade schon in der Ankündigung entnehmen können. Es geht heute um das Thema Rassifizierung von Männlichkeiten. Und dafür möchte ich ganz gerne beginnen mit vielleicht einer gemeinsamen Ausgangsbasis, die wir vielleicht nochmal schaffen. Rassismus als Konzept, als Begriff ist mittlerweile glücklicherweise doch etwas anders in Verwendung, als es vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war. Ich kann mich daran erinnern, dass es lange Jahre lang eigentlich synonym verwendet worden ist zu dem Begriff Rechtsextremismus. Noch heute ist das, glaube ich, auch relativ schwer mitunter so richtig zu verstehen, wofür Rassismus steht. Vor dem Hintergrund vielleicht nochmal so eine kurze Rekapitulation beziehungsweise vielleicht auch nochmal eine gemeinsame Basis, die wir da an der Stelle schaffen. Also für mich nochmal wichtig an der Stelle, Rassismus ist ein historisch hergestelltes Gesellschaftsverhältnis. Das heißt,
Wir haben ein Sozialraum strukturierendes Phänomen, das, wie gesagt, hergestellt worden ist, aber das auch reproduziert und aufrechterhalten wird. Es wirkt strukturell bzw. institutionell, diskursiv und individuell. Und Klaus Melter hat das 2013 mal so formuliert: Wenn Diskriminierung in einer Gesellschaft systematisch und über einen längeren Zeitraum von einer Gruppe, die ihre Interessen machtvoll durchsetzen kann, praktiziert werden, kann von systematisch ungleichen Machtverhältnissen gesprochen werden, also von Herrschaftsverhältnissen. Insofern ist Rassismus nicht nur ein Sozialraum strukturierendes Phänomen, sondern es ist ein Phänomen, das Sozialraum hierarchisch strukturiert. Das heißt, es gibt eine Gruppe, die ihre Interessen machtvoll durchzusetzen vermag und das vielleicht auch unbewusst tut. Vielleicht nochmal so als Ergänzung dazu, es gibt ja auch so verschiedene Begrifflichkeiten, die im Raum, also die existieren. Häufig zum Beispiel ist die Rede von Antirassismus. Ich persönlich benutze diesen Begriff nicht. Ich sehe nicht, dass es eine Art, beziehungsweise in Anlehnung auch vielleicht an Paul Matscherell, ist es so, dass ich eher den Begriff Rassismuskritik verwende und auch bevorzuge. Das liegt daran, dass es meines Erachtens, wie ich es gerade schon geschildert habe, ein Gesellschaftsverhältnis ist und entsprechend auch kein außerhalb dieses Verhältnisses möglich ist. Das heißt, es gibt vielleicht diese Imagination, dass man sich gegen Rassismus positioniert und damit auch vielleicht sich auch in einem außerhalb positionieren könnte. Das ist meines Erachtens, wie gesagt, nicht möglich. Ich glaube, dass wir in einer rassistisch strukturierten Gesellschaft leben. Und entsprechend ist es so, dass wir auch qua Sozialisation quasi diese Parameter, diese Wirkmechanismen, dass die auf uns, dass die in uns eingewoben sind, in uns einfließen und entsprechend unser Wahrnehmen, unser Fühlen, unser Denken, unser Handeln beeinflussen. Entsprechend ist vielleicht auch weniger die Frage, wer ist rassistisch angebracht, sondern eher die Frage, inwiefern können wir uns rassismuskritisch sensibilisieren, unsere eigene Involviertheit besser verstehen lernen und uns auf den Weg machen, in eine größere Distanz zu rassistischen Praktiken zu gehen und und zu der Reproduktion von Rassismen eine größere Distanz aufzubauen. Ein weiterer Aspekt, der sehr wichtig ist, ist der Aspekt der Veränderung. Ja, aus dem Englischen entlehnt, dem Wort Othering. Und das ist wirklich insofern wichtig, als dass wir uns vergegenwärtigen sollten, dass das zentral ist für eine rassistisch strukturierte Gesellschaft, also für rassistisch strukturierte Gesellschaftsverhältnisse. Denn an allererster Stelle steht jeweils die Konstruktion anderer. Das heißt, wir haben, vielleicht ist das ein eingängiges Beispiel, in jüngerer Vergangenheit haben wir das Beispiel der Muslimisierung von Muslimen, so wie es Katayun Amipur formuliert hat. Wir haben Menschen, die zuvor GastarbeiterInnen waren, vielleicht im Laufe der 70er Jahre plötzlich zu TürkInnen geworden sind und spätestens ab der 90er Jahren ist der Aspekt des Muslimischen in ihnen entdeckt worden und sie sind vor allen Dingen über das Muslimischsein gefasst worden. Das heißt, wir haben an allererster Stelle und wirklich zentral ist dieser Aspekt der Veränderung. Gruppen werden konstruiert. In diesem Prozess der Konstruktion ist es so, dass das gesellschaftliche Sprechen über diese Gruppen in einer Homogenisierung stattfindet und mit dieser Homogenisierung und dieser Konstruktion einhergeht auch immer eine Hierarchisierung. Das heißt, wir haben in diesem Sprechen eine Distanz, die aufgebaut wird, die über die Kultur der vermeintlich anderen erklärt wird, über naturalisierte Aspekte ihres Seins erklärt wird. Und auf diese Weise haben wir diese Fremdkonstruktion und diese Hierarchisierung. Ich gehe jetzt so durch den ersten Teil relativ schnell durch, um tatsächlich nochmal zu den Aspekten zu kommen, die mir dann wichtiger sind. Also, noch eine Anmerkung zu diesem Prozess der Veränderung. Wir haben nicht nur die Konstruktion einer Fremdgruppe,
sondern was auch immer damit einhergeht, ist die Aufwertung des gemeinsam gedachten Wirs. Also bleiben wir vielleicht mal bei dem Beispiel, das ich vorhin genommen habe. Wir haben die Konstruktion von den Musliminnen und wenn Sie vielleicht auch sich das selbst überprüfen für sich, das mediale und öffentliche Sprechen über Musliminnen der letzten Jahre oder wenigen Jahrzehnte, dann ist es so, dass wir da auch ein Sprechen haben, das meist die Menschen als fremd, rückständig, autoritär, traditionell, religiös, radikal etc. Deklariert. Und damit einhergeht auch immer in diesem Prozess, dass es dieser Prozess des Sprechens entlang der nazo-ethnokulturellen Identität vollzogen wird. Das heißt, wir haben eine Konstruktion, in der die konstruierten anderen auf ein Außen verwiesen werden und gleichzeitig ein Wir konstruiert wird und Zugehörigkeit geschaffen werden. Etienne Balibar hat dieses Phänomen, also das ist nochmal vielleicht ein kleiner Exkurs, entsprechend wird nicht mehr mit dem Aspekt der Rasse operiert, das schon lange nicht mehr, das gehört sich selbst für Neurechte nicht mehr, also wir haben eher eine Art Rassismus ohne Rassen. Etienne Balibar hat 1980, glaube ich, war es, den Begriff des Neorassismus geprägt gehabt. Also Marker sind heutzutage eher Kultur oder auch Religion und Ähnliches. Wir haben jetzt als Verständnis zugrunde gelegt, dass wir auf der einen Seite Rassismus als ein Sozialschraum strukturierendes Phänomen haben. Und entsprechend ist auch Rassismus als ein Herrschaftsverhältnis zu verstehen. Aber, und das ist wirklich zentral nochmal für mich, aber auch für das heutige Thema, Rassismen wirken nicht gelöst von anderen Herrschaftsverhältnissen. Ja. Nehmen wir das Beispiel Klassismus. Ja. Heute bin ich hier in Ihrer Wahrnehmung vielleicht, also ich bin vielleicht heute einer anderen Wahrnehmung ausgesetzt mit der Einführung, die ich vorhin erfahren habe von Andreas Seite aus. Das heißt, als Geschäftsführer, als Expertenratmitglied, als Referent bin ich vorgestellt worden und entsprechend ist es so, dass ich vielleicht einer anderen Wahrnehmung ausgesetzt bin, als wenn ich vielleicht im Alltag mit Jogginghose zum Bäcker gehen würde. An der Stelle greifen unterschiedliche Wahrnehmungen und rassistische Zuschreibungen. Und wichtig ist zu verstehen, dass diese Verflechtungen immer präsent sind, immer allgegenwärtig sind und insbesondere auch in Bezug auf die Kategorie Geschlecht. Eine Freundin hat das vor einigen Jahren mal so schön formuliert, eine schwarze Deutsche, die meinte, dass Rassismus, den sie erfährt, immer sexistisch ist und der Sexismus, den sie erfährt, immer rassistisch ist. Also vor dem Hintergrund wichtig nochmal, sich zu vergegenwärtigen, die Vergeschlechtlichung findet rassifiziert statt und eine rassistische Artikulation findet immer vergeschlechtlicht statt. Vielleicht noch mal ein Beispiel, das so ein bisschen zu verdeutlichen hilft. Also wir haben was uns das noch mal sehr eindrücklich vor Augen geführt hat, war die Kritik der schwarzer Feministinnen am weißen Feminismus, der auch noch mal klar und deutlich gemacht hat, dass es da zum Teil eine Diskrepanz gibt in der Betrachtung und entsprechend auch die Vergeschlechtlichung tatsächlich von Rassifizierung mitgedacht werden sollte. Für mich auch nochmal spannend ist, dass wir durch unsere eigene Involviertheit in Verhältnisse häufig nicht in der Lage sind, die Rassifizierungsprozesse oder auch die Vergeschlechtlichungsprozesse und das Hand in Hand gehen, als solches zu identifizieren. Vor dem Hintergrund ist es manchmal sehr hilfreich, auch einen Schritt zurückzutreten, vielleicht nochmal historisch nochmal zurückzuschauen und sich zu vergegenwärtigen,
zu welchen Zeiten und an welchen Beispielen das vielleicht besser erkenntlich war. Und da habe ich jetzt einfach mal drei solcher Beispiele vielleicht hier nochmal an der Stelle aufgeführt, die das vielleicht verdeutlichen. Also wir haben zum Beispiel zu Zeiten des Kolonialismus das Sprechen über die Hypersexualität schwarzer Männer. Wir haben im 19. Jahrhundert die Feminisierung jüdischer Männer. Oder das Beispiel, was ich vorhin schon gebracht habe, ist in der jüngeren Vergangenheit die Patriarchalisierung muslimisch markierter Männlichkeiten. Wichtig auch ist zu verstehen, dass die Konstruktion verschiedener anderer zu unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Kontexten jeweils eine spezifische Funktion erfüllt haben. Das heißt, da werde ich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber grundsätzlich wichtig zu verstehen, die Konstruktion folgt einer bestimmten Logik und der Rückgriff auf rassistisches Wissen vollzieht sich in solchen Zeiten verhältnismäßig einfach, weil es so ist, dass wir, dass wir so eine Art rassistisches Wissensarchiv haben, eine Art kulturelles Gedächtnis haben, dass wir qua Sozialisation vermittelt bekommen und dass wir nicht permanent mit uns also explizieren müssen, sondern dass situativ aktivierbar ist. Ich habe es gerade schon mal angemerkt, also die Wandelbarkeit von Rassismus ist insofern auch wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, dass, oder anders formuliert, also Rassismus wird immer dann stark, und das hat uns tatsächlich auch die Historie immer wieder gezeigt, Rassismus wird immer dann stark, wenn rassistische Ordnung angegriffen wird oder erschüttert wird. Wir haben zum Beispiel die Praxis der Witwenverbrennung in Indien gehabt, die als Legitimation für die britische Kolonialherrschaft angeführt wurde. Wir haben zu Zeiten der formalen Abschaffung der Sklaverei in den Vereinigten Staaten wurde damals die angebliche Bedrohung durch schwarze Männer ins Feld geführt, um Lynchmorde zu begehen und somit die rassistische Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir haben die sogenannte schwarze Schmach. Das ist, es ist so gewesen, dass nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland den Krieg verloren hatte, im Rheinland französische schwarze Kolonialsoldaten stationiert waren und obwohl der Krieg gerade erst verloren wurde von deutscher Seite, wurde das als solcher Affront empfunden, dass zu jener Zeit sich sehr viel Unmut und Unmut geäußert hat, Unruhe entstanden ist in der Bevölkerung, was dazu geführt hat, dass agitiert wurde, dass über Handzettel, über Plakate die Bevölkerung aufgerührt wurde und sich dagegen aufgelehnt hat. Und es war sogar so, dass gleichzeitig in Frankreich weiße Franzosen sich mit dem Erzfeind solidarisiert haben und zum Teil beispielsweise in Paris auf die Straße gegangen sind und ihre Solidarität mit den weißen Deutschen bekundet haben. Wir haben den Afghanistan-Krieg, in dem die vermeintliche Unterdrückung afghanischer Frauen als unter anderem als Eintrittsgrund für den Krieg angeführt wurde. Oder wir haben als letztes Beispiel vielleicht nochmal an der Stelle, wir haben 2015 den Zuzug von einer größeren Zahl von Geflüchteten gehabt nach Deutschland. Und seinerzeit ist etwas passiert, nämlich eine gewisse Ordnung in Deutschland ist erschüttert worden. Und Privilegien der weißen Mehrheitsgesellschaft sind herausgefordert worden. Das heißt, wir haben einerseits die Sichtbarkeit gehabt von der Not dieser Menschen,
die aus globaler Ungleichheit und neokolonialen Weltordnung resultieren. Und Menschen, die den Versuch unternommen, sich aus einer geopolitischen Ordnung zu befreien und ihren Weg unter anderem nach Deutschland gefunden haben und gleichzeitig Gesellschaftsverhältnisse gehabt, in der dieses Leid direkt vor unserer Haustür sichtbar geworden ist, die Auswirkungen unserer Lebensweisen sichtbar geworden sind. Und in der Gesellschaft, wenn Sie sich erinnern, hat es zu jener Zeit sehr gebrodelt und wir haben dann diesen Kulminationspunkt Köln als Anlass gehabt, in der nicht nur eine Debatte über die sexuelle Gefahr anderer Männer wieder mal aufgeploppt ist, sondern wir vielfacher Hinsicht rechtliche Auswirkungen hatten. Das heißt, wir haben zum Beispiel strafrechtliche Aspekte, also sexualstrafrechtliche Aspekte, die lange Jahre nicht umzusetzen waren, wurden in kürzester Zeit umgesetzt. Darüber hinaus gab es in vielfacher Hinsicht migrationspolitische Verschärfungen oder wir haben auch zigfach erlebt, dass erzkonservative Politikerinnen sich als Feministinnen generiert haben. Wir haben selbstverständlich mit der Zeit eine Veränderung in der Art und Weise, wie Rassismus artikuliert wird, wie gesprochen wird. Und auch die Formen rassistischer Gewalt haben sich verändert mit den Jahren. Dennoch ist es so, dass zumindest nach Köln ziemlich deutlich wurde, dass der Rückgriff auf alte rassistische Wissensbestände doch relativ einfach vollzogen werden kann. Und das gilt, glaube ich, noch mehr für die Bildsprache als für alles andere. Wir haben unten exemplarisch, ich bitte mir das nachzusehen an der Stelle, dass ich hier dieses rassistische Bildmaterial so reproduziere. Ich dachte, dass es dennoch wichtig sein könnte, hier nochmal die historischen Kontinuitäten aufzuzeigen. Also wir haben unten die drei Bilder, die aus verschiedenen Kontexten nach der Silvesternacht von Köln entstammen. Zugleich haben wir oben links ein Bild, das aus den 1920ern, Anfang der 1920er Jahre oder davor noch stammt. Die schwarze Schmach. Es wird mit einer ganz ähnlichen Bildsprache operiert. In der Mitte oben haben wir ein Bild, das aus der NS-Zeit stammt. Da steht, ich weiß nicht, ob das lesbar ist in der Ansicht, Deutsche vergesst nicht die schwarze Schmach. Und wir haben oben rechts, auch aus der NS-Zeit, aus den fliegenden Blättern, ein Bild, wo ein schwarzer Mann und durch den Stern als jüdisch markierter Mann sich da offensichtlich an einer Frau vergreifen. Das heißt, wir haben nicht nur diese rassistische Bildsprache oder auch die rassistische Artikulation, sondern wir haben auch eine rassistische Artikulation, die immer eine Art Antagonismus schafft. Das heißt, wir haben zum Beispiel im 19. Jahrhundert zu Zeiten europäischer Prüderie die Fantasie eines sexuell ausufernden Orients gehabt, sogenannten Orients gehabt. Und wenn wir uns das nächste Bild anschauen, dann ist es so, im ausgehenden 20. Jahrhundert zu Zeiten behaupteter europäischer Freizügigkeit hat sich die Bildsprache doch massiv gewandelt. Was ich damit sagen möchte, ist, dass das Sprechen über andere, auch nicht nur diese, also dass diese Konstruktion von anderen nicht nur eine Konstruktion ist, sondern die Art und Weise, wie wir über die Veranderten sprechen, vornehmlich was mit unserer Gesellschaft zu tun hat, mit unseren Gesellschaftsverhältnissen zu tun hat und vor allen Dingen auch mit den Aspekten, die hier in unserem Selbstverständnis dominieren. Ja. Also mit dem. Wir haben somit einen Prozess, der eine Funktion beinhaltet. Wir haben die Bestätigung einer normalisierten weißen bürgerlichen Männlichkeit, die mit dem Sprechen über Veranderte bzw.
rückständige, hypersexuelle, übergriffige, patriarchale Männlichkeiten einhergeht. Und da habe ich auch noch mal so ein Zitat mitgebracht von Stuart Hall, der das noch mal schön veranschaulicht hat oder schön ausgedrückt hat. Die Engländer sind nicht deshalb rassistisch, weil sie die Schwarzen hassen, sondern weil sie ohne die Schwarzen nicht wissen, wer sie sind. Das ist insofern nochmal wichtig, dass wir uns das vielleicht vergegenwärtigen. Das ist natürlich anders als im Sprechen zum Beispiel über rechtsextreme Männlichkeiten. Es ist so, dass wir wiederkehrend auch in diesen Sprechen, wie ich es gerade skizziert habe, implizit nicht nur eine Wir-Gruppe konstruieren, sondern einen Normalisierungsdiskurs haben, der weiße bürgerliche Männlichkeiten insofern auch konstruieren hilft. Und das hat zur Folge, dass wir beispielsweise als weißbürgerliche Männer, ja, ohne uns an dem Sprechen über vermeintliche Rückständigkeiten anderer Männer zu beteiligen, ja, uns die Möglichkeit oder diesen Menschen die Möglichkeit geboten wird, sich selbstverständlich als fortschrittlich zu empfinden. Also gehen wir nochmal zurück zum Anfang oder erinnern wir uns nochmal, wir haben von einem Herrschaftsverhältnis gesprochen. Insofern wird der Anspruch auf eine ideologische Vormachtstellung untermauert. Und ich denke, das ist für viele ein Begriff von Raven Connells Konzept der patriarchalen Dividende. Die Auswirkungen des rassistischen Systems sind insofern resultieren nicht nur in einer patriarchalen Dividende für diesen Personenkreis, sondern auch Gabriele Dietze folgend in einer okzidentalistischen Dividende. Und der Schlüssel zur Wahrung dieser Dominanz oder dieser Dominanzverhältnisse ist Normalität. Das heißt, wir haben durch Normalisierungsdiskurse, durch das Hineinsozialisieren in solche Verhältnisse, durch die Art und Weise der Selbstwahrnehmung, des Selbstempfindens, können wir uns als normalen Teil der Gesellschaft, können sich solche Menschen als normalen Teil der Gesellschaft wahrnehmen, sich gut fühlen und zugleich mit großem Selbstverständnis problematische Diskurse über rückständige andere Männlichkeiten führen oder sich auch aus diesen Diskursen. Was hat denn die Pressefreiheit im vergangenen Jahr geleistet? Mal ganz ernsthaft. Oder sich diesen Diskursen enthalten und dennoch die Dividende kassieren, die solche Gesellschaftsverhältnisse kreieren. Und vielleicht zum Abschluss nochmal, damit das nicht unerwähnt bleibt, eine solche Gesellschaftsstruktur hat natürlich nicht nur positive Aspekte für die Menschen, die darin privilegiert positioniert sind, sondern sie fordert von Menschen, die rassifiziert sind, von rassifizierten Männlichkeiten, permanent sich zu diesen virulenten Vorstellungen in irgendeiner Art und Weise zu verhalten und sich dazu zu positionieren. Und ich würde es jetzt erstmal dabei belassen. Schau noch mal kurz auf die Uhr und hoffe, dass ich so ein bisschen das Zeitfenster eingehalten habe und freue mich jetzt auf die Diskussion und den Austausch. Ja, Özcan, herzlichen Dank erstmal. Ich glaube, dass wir hier bestimmt gut in die Debatte einsteigen können, dass es da sicherlich viele Aspekte gibt, die interessant sind und die wir aufgreifen können. So, ich fand jetzt auch gerade den Schluss mit Stuart Hall oder auch nochmal
diese Normalität als Schlüssel zur Wahrnehmung von Dominanz, also die Norm, die in dem Wort Normalität steht, die konstruiert wird als Abgrenzung, dann einen ganz wichtigen Punkt, wo wir uns sicherlich auch alle nochmal selbst hinterfragen sollten, immer wieder. Und gerade da geht es vielleicht auch heute lang in der Diskussion. Ich bin gespannt. Ich frage mal Volker, ob du schon im Chat einiges gefunden hast, ob Fragen auch schon aufgetaucht sind. Dann schlage ich nämlich vor, dass wir erstmal in die Chatfragen gucken. Henning hat ein Auge darauf, wer sich auch jetzt über die Kamera meldet oder so da einen Beitrag leisten will. Aber erstmal, Volker, an dich. Ja, die Frage. Vielen Dank, Andreas. Ich hoffe, ich bin zu hören. Ja, nochmal guten Abend von meiner Seite an alle. Ja, im Chat ist noch nicht so viel los, Andreas. Einmal ist hier nochmal eine Frage, ob nochmal die Begriffe patriarchale Dividende und okzidentanische Dividende nochmal bitte erläutert werden könnte. Das ist, glaube ich, eher an Özcan. Vielleicht die beiden, patriarchale Dividende, denke ich, ist vielleicht eher bekannter, aber dieser andere Begriff, vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Ja, also patriarchale Dividende ist ein Begriff, der von Revin Cornell geprägt worden ist und vielleicht nochmal der Versuch, das ein bisschen einfacher darzustellen, möchte eigentlich sagen, dass ich als Mann in einer Gesellschaft leben kann und profeministisch eingestellt sein kann, progressiv sein kann, mich selbst fortschrittlich entwerfen kann, selbstverständlich in der Kindererziehung beteiligt bin, Haushaltsführung irgendwie übernehmen kann, in vielerlei Hinsicht einfach tatsächlich sehr, ja, sehr, sehr progressiv auftreten kann und auch eine entsprechende Haltung haben kann. Dazu führt, dass wir in einer patriarchal strukturierten Gesellschaft leben, in der beispielsweise unbereinigt Männer nach wie vor, ich glaube, so 21% mehr an Gehalt verdienen, in der ich als Mann beispielsweise, wenn ich abends durch den Park nach Hause gehe, mir nicht das Telefon ans Ohr halten muss und so tun muss, als wenn ich gerade mit jemandem telefoniere, in der ich in einem beruflichen Kontext nicht irgendwie versuchen muss, mir den Raum zu greifen gegenüber den männlichen Kolleginnen und und in ganz vielerlei Hinsicht ist es so, dass wir diese Gesellschaftsstruktur haben, in der Männer auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert werden, ja, sehr männlich sozialisiert werden und zugleich auch der gesamte Korpus der Gesellschaft, die Gesellschaftsstruktur genau auf diese patriarchale Art und Weise ausgelegt ist. Das heißt, ich kann in meinem eigenen Selbstverständnis davon komplett abweichen und trotzdem ist es so, dass ich am Ende des Tages als Mann immer wieder auf ganz vielfältige Art und Weise eine patriarchale Dividende kassiere. Ich hoffe, das ist ein bisschen verständlicher geworden. Und analog dazu meint der Begriff okzidentalistische Dividende etwas, was daran anschließt und anknüpft. Das heißt, wir haben beispielsweise in Deutschland eine Gesellschaftsstruktur, die es einem weißen oder weiß positionierten Menschen ermöglicht, prinzipiell sich von vielen zu distanzieren, sich selbst auf der positiven Seite, also auf der guten Seite der Macht zu verorten, entsprechend aufzutreten, zu handeln und auch entsprechend wirken, also den Anspruch zu haben, entsprechend zu wirken. Und trotzdem ist es so, dass am Ende des Tages auch diese Person durch die Gesellschaftsstruktur auf vielfältige Art und Weise eine Dividende kassiert. Ganz plakativ, wenn sich zwei verschiedene Menschen, vielleicht eine rassifizierte, eine BPOC-Person und eine weiße Person auf eine Wohnung bewerben, sich auf einen Job bewerben. Ja, wenn es in ganz vielen anderen Teilen, gesellschaftlichen Teilbereichen immer wieder darum geht, dass man von diesem Privileg, weiß positioniert zu sein, völlig unverschuldet profitiert. Dankeschön. Also vielleicht dazu noch ein Aspekt oder vielleicht passt ein Beispiel dazu, dass dieses ich habe Vorteile,
zum Beispiel allein dadurch, dass ich bestimmte Papiere habe. Ich habe mal vielleicht als kurze Anekdote dazu eine Situation in einem Workshop, eine kurze Sequenz erlebt, wo ein sich als linker verortender Mensch sagte, das spielt für mich keine Rolle, ich lehne das ab. Und eine geflüchtete Person saß neben ihr und sagte, ja, dann gib mir doch deinen Pass. Also wir haben diese Möglichkeit, dass wir mit diesen Papieren überall hinfahren können und andere nicht. Vielleicht passt dieses Beispiel. Okay. Ja, vielleicht ergänzen nochmal, es ist natürlich der deutsche oder europäisch, aus dem anderen europäischen Land stammende Pass ist natürlich etwas sehr Eingängiges. Aber ich glaube, dass es wichtig ist zu begreifen, dass es auch auf vielfältige Art und Weise viel subtiler greifen kann. Deswegen hatte ich vorhin zum Beispiel dieses Beispiel gebracht mit durch den Park schlendern können, ne? Abends sich vielleicht irgendwie auch frei bewegen zu können oder wenn man auf eine bestimmte Art und Weise angesprochen oder betrachtet wird, sich nicht fragen zu müssen, was ist jetzt das Motiv dahinter. Also es wirkt auf ganz subtile Art und Weise und ganz vielfältige Art und Weise und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sehen, dass es da eine wirklich große Spannweite gibt. Okay, dann gebe ich mal das Wort an Henning. Henning, ich habe gesehen, du hast in den Chat auch noch mal den Literaturhinweis zu Connell reingestellt. Ich wollte dich fragen, gibt es Wortmeldungen? Ja, gibt es. Und zwar Christina Bendi-Claragno. Hallo, ja, ich bin Christina. Ich mich jetzt korrekt ausdrücke, also bitte, falls ich irgendwelche Begriffe nutze, gerne dazwischen fallen. Aber ich bin sehr aktiv bei Pro Familia in Thüringen und habe mich deshalb so ein bisschen in den Kontext gefragt, dass es jetzt um eben diese Hypersexualisierung von rassifizierten Männern ging und dieses Thema, welche Räume rassifizierte Männer haben, um über Männlichkeit und Sexualität zu sprechen, weil ich kann mir vorstellen, dass es halt hier eben durch diese, also es wird wahrscheinlich wie in allen patriarchalen Strukturen Bedarf geben, über Männlichkeit zu sprechen und über Sexualität zu sprechen. Auf der anderen Seite gibt es ja dieses öffentliche und auch politische fast Interesse, das politisch eben nutzen zu können, sofern halt so ein Diskurs öffentlich stattfindet, kann ich mir vorstellen. Also so, genau, das wäre so ein bisschen meine Frage, ob es eben so geschützte Räume gibt, eben rassifizierte Männer Themen für sich besprechen können in ihrer Community, ohne dass diese dann Bilder bestätigen, die dann politisiert werden. Kann man die Frage verstehen? Ich glaube, die ist verständlich gewesen. Ich weiß noch nicht genau, was ich antworten soll. Soll ich ganz konkrete Räume benennen oder soll ich jetzt einfach bejahen, dass es solche Räume gibt? Denn wenn die Frage darauf abzielt, ob es solche Räume gibt, dann kann ich sagen, ja, die gibt es. Ich kenne zumindest einige davon. Aber ja, es ist natürlich genau die Herausforderung, die du jetzt auch gerade erwähnt hast. In dem Moment, in dem es da eine reflexive Auseinandersetzung gibt, dann besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass das Sprechen über solche Aspekte auch instrumentalisiert wird. Ja, das heißt, da gibt es natürlich auch häufig eine gewisse Vorsicht, eine gewisse Skepsis. Und wir kennen das auch aus der Vergangenheit, aus anderen Kontexten, dass es natürlich auch beispielsweise ein dominanzgesellschaftliches Interesse daran gibt, Herrschaftsstrukturen zu stabilisieren. Und in dem Moment, in dem marginalisierte Menschen zu einer Art Kronzeuge werden für dominanzgesellschaftliche Positionen, dass sie natürlich sehr willkommen sind. Ein sehr prominentes Beispiel war in der Vergangenheit war Necla Kelek, ja, oder auch andere Personen, POC, die eine dominanzgesellschaftliche Perspektive stützen, sind meistens lange Jahre lang die einzigen BPOC-Personen gewesen, die es in der Öffentlichkeit geschafft haben. Man spricht da auch in der Fachöffentlichkeit von einer Art Native Informant. Ja, das heißt, jemand, der aus der Innengruppe, aus der Binnenwelt quasi der Besprochenen authentisch bezeugen kann, dass tatsächlich die Verhältnisse dort so sind, wie es aus einer dominanzgesellschaftlichen Perspektive angenommen wird. Und ich glaube, das ist eine,
tatsächlich eine große Herausforderung. Ich glaube, dass das auch sehr weit, ja, also sehr, sehr im Bewusstsein der Menschen sehr präsent ist und vor dem Hintergrund auch einerseits eine große Skepsis vorherrscht, sich da tatsächlich zu öffnen und gleichzeitig auch solche Räume braucht. Und ich zumindest nehme wahr, dass es da in meinem weiteren Umfeld zumindest immer mehr Initiativen gibt, immer mehr Akteurinnen gibt, die das auch initiieren, die auch die dieses Thema als solches angehen. Native Informant, ich sehe gerade das Aufploppen im Chat, war der Begriff. Ich kann Sie nicht hören oder dich nicht hören, entschuldige. Du bist schon wieder ausgeschaltet. Oh ja, Entschuldigung, ich wollte nur fragen, ob ich eine Rückfrage dazu stellen kann oder ob es eine andere Meldung gibt. Okay, dann also Dankeschön. Die Frage ging in die Richtung, ich wollte nämlich auch fragen, wie die Erfahrung da ist, ob das dann eher Safe Spaces sind, die wahrscheinlich, also würde ich jetzt unterstellen von dem, was ich gehört habe, halt eher Selbstorganisationen in der Community sind oder ob es da auch Erfahrungen gibt eben mit so mehrheitsgesellschaftlich etablierte Organisationen, wie jetzt zum Beispiel Pro Familia, aber auch andere. Und vielleicht noch als Anschlussfrage, inwieweit es vielleicht auch Studien gibt oder Möglichkeiten, sich eben auch da zu informieren, wenn man zu so einem Verein gehört. Ich kann mir vorstellen, dass da auch relativ viel mit rassifizierter Männlichkeit oder Stereotypen oft in Beratungen reingegangen wird. Jetzt versuche ich mich zu ordnen und die Fragen alle nochmal so zu beantworten. Also Safe Spaces ist so ein Begriff, ich glaube nicht an sowas wie Safe Space. Ja, also ich glaube, dass es halt auch eine Imagination gibt von gemeinsamer Betroffenheit bei rassifizierten Menschen, das aber nicht stimmt. Also es gibt natürlich große Unterschiede innerhalb der dieses Kreises, auch konstruierten Kreises an rassifizierten Männern oder Männlichkeiten. Und da gibt es auch viele Aspekte, die eher trennen, die unterschiedlich sind. Es macht einen Unterschied, ob ich beispielsweise ein schwarzer Mann bin, ob ich türkischstämmig bin, ob ich jüdisch bin, ob ich Rom bin. Also da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Ich glaube, dass prinzipiell die Ausgangsbedingungen andere sind. Wenn Menschen, die Marginalisierung, Diskriminierung erfahren, sich zusammenschließen können und zumindest in diesen Räumen sich behutsam anfangen können, vorzutasten und diesen Austausch zu initiieren. Meine Erfahrung lehrt mich, dass früher oder später auch in solchen Kontexten Verletzungen aufbrechen, zum Teil auch reproduziert werden. Also vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, auch immer gut und wichtig, da behutsame Schritte zu gehen, sich vielleicht auch einen Kontext zu schaffen, der es ermöglicht, auch solche aufploppenden Affekte zum Teil auch gut behandeln zu können, auch gut, gut in diesen Prozess integrieren zu können. Jetzt muss ich mich noch mal kurz besinnen. Die zweite Frage war die Studie, ne, ob es Studien dazu gibt. Da bin ich nicht ganz sicher. Studien zu was konkret? Tatsächlich, oder das war eher Literatur, wie man halt aus dieser mehrheitsgesellschaftlichen Sicht daran arbeiten kann, dass wenn man halt selber zu Themen der Männlichkeit arbeitet, dass man halt eben dem entgegenwirkt. Wirkt. Entschuldigung. Ich glaube, es gibt Literatur. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass nochmal die Kolleginnen in der Hinsicht vielleicht im Nachgang auch das eine oder andere zur Verfügung stellen. Als Literaturliste oder ähnliches. Ich würde sehr dafür plädieren, sich der Komplexität des Themas bewusst zu sein und behutsam daran zu gehen. Also ich kenne es zumindest aus Beratungskontexten von früher, dass, also ich sitze in Leipzig, unser Beratungsangebot ist auch hier und wir haben lange Jahre lang sehr viele Menschen gehabt, die sehr bewusst zu uns gekommen sind, weil sie dort Menschen begegnet sind, denen sie zumindest in Bezug auf Rassismen eine Art Vertrauensvorschuss gegeben haben. Das heißt nicht, dass wir den immer einlösen konnten, aber allein dieser Vertrauensvorschuss ermöglicht natürlich vieles. Ich glaube trotzdem sehr daran, dass Rassismuskritik
eine rassismuskritische Haltung, eine sensible Haltung in der Hinsicht, nichts Exklusives von Menschen ist, die selbst Rassismus betroffen sind, sondern das können durchaus auch weiße Menschen, weiß positionierte Menschen ermöglichen. Worüber wir uns aber klar sein müssen, ist, dass es natürlich einerseits viel mühsamer ist, da eine Haltung zu entwickeln, ein Verständnis zu entwickeln und gleichzeitig, dass dieser Vertrauensvorschuss einem zumeist nicht entgegengebracht wird. Und das muss man auch als BeraterIn zunächst halten können. Das muss man zunächst aushalten können, im Zweifelsfall auch darauf, darauf nicht in einer Art und Weise, in einer Ausweichbewegung reagieren oder affektiv reagieren, sondern das erstmal auszuhalten, also aushalten. Und ich glaube, die Erfahrung zeigt, dass dann häufig auch sehr vieles im Nachgang möglich ist. Ja, da erstmal herzlichen Dank an dich in Thüringen. Ich habe sehr gespannt zugehört, weil ich ja auch lange bei Pro Familia hier in Berlin gearbeitet habe. Aber das ist ein anderes Thema, da könnten wir höchstens nochmal vielleicht auch anknüpfen bei Gelegenheit. Andreas Hechler, vielen Dank. Du hast einen Literaturtipp nochmal hineingestellt in den Chat. Und ich wollte auf die Frage von Michael Tunsch kommen. Das knüpft vielleicht schon an das an, was du zum Schluss gesagt hast. Du hast sie wahrscheinlich auch vor dir. Was würde es bei deiner Sicht... Ich habe tatsächlich nicht geöffnet. Ja, dann kann ich es noch... Lass mich mal darauf, dass ihr das... Ich weiß, ob ich selber vielleicht kann, aber sonst mach Andreas, alles gut. Nee, du bist da, Michael. Also dann kannst du gerne das aufgreifen. Also im Vorgespräch hatte ich schon gesagt, da kommt sicherlich das auch in die Richtung, was können wir tun? Du hattest gleich was Kritisches dazu gesagt, aber das kannst du jetzt vielleicht auch gerne wiederholen. So. Also erstmal, Michael, deine Frage. Vielen Dank, Özcan, für den tollen Vortrag. Ich glaube, ich wollte fragen nach einerseits Handlungsperspektiven, und zwar glaube ich, zum Schutz oder die Verbesserung der Situation von rassifizierten Männern, das ist das eine. Ich würde aber gerne das nochmal weiterfassen wollen, bei deiner Sicht auf rassifizierte Männlichkeiten. Also was heißt das eigentlich für die weiße Dominanzgesellschaft, also wenn es diese herrschaftlich-okzidentalen Männlichkeiten gibt, auch das zu verändern? Nach meiner Perspektive, wie schädigen vielleicht sogar diese Ausschlüsse von rassifizierten Männlichkeiten die gesamte Gesellschaft? Also falls das so ist, ja, zuerst für betroffene rassifizierte Männlichkeiten, aber dafür für die Gesellschaft. Was würdest du sagen, könnte man tun, um da Schritte zu gehen, das zu überwinden? Du warst jetzt für mich nicht ganz so gut zu hören, aber ich glaube, ich habe das meiste mitbekommen. Hallo Michael erstmal, grüße dich. Ja, also eine zentrale Erfahrung aus der Arbeit mit weißen oder weiß positionierten Menschen, aber auch eine zentrale Erfahrung aus der Arbeit mit Männern ist, dass meistens das Begehren in Handlung überzugehen sehr, sehr, sehr groß ist. Es gibt diesen Moment der Auseinandersetzung mit Rassismus, es gibt irgendeinen Erkenntnismoment, es gibt dieses Eintreten von Einsichten, Emotionen entstehen und häufig ist der erste Impuls, wie kann ich das ändern? Was kann ich tun? Und ich glaube, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, Sachen in Angriff zu nehmen und zu ändern. Ich würde als allererstes sehr, sehr, sehr empfehlen, nicht ins Handeln zu gehen und diesem Impuls nicht zu folgen. Ich würde sehr dafür plädieren, erstmal ins Spüren zu gehen und einen Moment auch dieses Gefühl tatsächlich es bei diesem Gefühl zu belassen und es auszuhalten lernen. Denn letztlich ist es ein Gefühl, mit dem viele Menschen Zeit ihres Lebens betroffen sind und damit in Umgang gepflegt haben, gelernt haben. Und meine Erfahrung ist, dass es sowohl sehr männlich ist, als auch sehr weiß ist, dieses Gefühl nicht lange aushalten zu wollen und schnell aus dem Gefühl herauszutreten. Und eine sehr etablierte Form, aus diesem Gefühl herauszutreten, ist, mit dem Bewusstsein handlungsmächtig zu sein, auch in ein Handeln zu gehen. Und ich würde einerseits dazu einladen wollen, sich zu vergegenwärtigen, dass das auch ein Phänomen ist, dass es ein Teil von weißem oder männlichem Habitus ist, ja, das Selbstverständnis zu wissen, ich bin selbstwirksam, ich kann Gesellschaft, ich kann Welt verändern, ich kann
Ich kann mich engagieren und Dinge verändern. Gayatri Chakraborty Spivak hat das so schön gesagt, we have limits. We have limits. Also wir können uns engagieren, wir können Dinge anstoßen, aber wir müssen uns, glaube ich, auch vergegenwärtigen, dass wir Limits haben. Wir sind sehr, sehr, sehr begrenzt als Menschen in dem, was wir können. Und ich glaube, das ist eine Einsicht, die eminent schwer ist für weiße Menschen, weiß positionierte Menschen, das erstmal so anzunehmen. Und ich glaube, dass es wirklich einen sehr fruchtbaren Boden schafft, wenn es erstmal bei diesem Gefühl bleibt. Betroffenheit, Empathie, gesellschaftliche Machtverhältnisse spüren und aushalten. Und mit diesem Gefühl, das ein Stück weit auch zu konservieren. Und ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, dass mit der Zeit daraus etwas sehr, sehr Gutes erwachsen kann. Aber ich würde davor warnen, direkt in dieses Handeln zu gehen und diesem Impuls halt wirklich misstrauisch gegenüberzutreten. Ja, Volker, ich frage dich nochmal. Ja, klar, gerne. Gibt es weitere Fragen im Chat? Ja, ein bisschen was ist aufgelaufen. Jetzt, Michael Tunsch hat ja nun selber gesprochen, von daher bin ich sehr froh, dass ich diese Frage nicht hier transportieren muss. Es ist ein bisschen ein Hinweis, sage ich mal, hier, die auf diese Kollegin hier aus Thüringen, Laranjum, da wird gesagt, dass die Jungenarbeit ja eigentlich einen geschützten Raum darstellen könnte und die Möglichkeit einer intersektionalen Arbeit böte. Das ist wohl ist ja eher eine Bemerkung dazu, zu dieser Frage Safe Space und was passiert da? Also hier wird die Möglichkeit einer intersektionalen Arbeit gesehen. Etwas kritischer nochmal zurück zur Frage der patriarchalen Dividende, fragt Hans. Hans beschreitet das so ein bisschen. Ich fasse mal zusammen die Durchgängigkeit der patriarchalen Dividende. Das ist ja auch eine Diskussion, die verschiedenen Männlichkeitsformen von Cornell. Und hier wird gefragt, naja, die Unterschiedsmänner, hier wird gesagt, die Männer ohne Chancen auf Partner und Arbeitsmarkt. Wie gibt es da tatsächlich eine patriarchale Dividende oder geht die hier nicht gegen Null? Ich fasse das mal zusammen, so als vielleicht als die Frage nach der Durchgängigkeit der patriarchalen Dividende durch alle Männlichkeitsformen. Das ist vielleicht noch eine Frage zu Cornell. Und dann eine sehr konkrete Frage von, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, die Frage nach sozusagen ostasiatisch gelesenen Männlichkeiten, was hier, ob es da noch mal Abgrenzung gibt zu als muslimisch oder schwarz gelesenen Männlichkeiten. Ich fasse nochmal zusammen, also die Frage nach ostasiatischen Männlichkeiten steht hier und die Frage nach der Durchgängigkeit der patriarchalen Dividende nach dem Modell von Cornell. Also ich glaube nicht, dass wir das ganze Modell von Cornell hier jetzt an der Stelle durchnehmen sollten. Ich finde, es gibt auch sehr schöne Zusammenfassungen des Konzeptes, auch im Internet zu finden. Das kann ich sehr ans Herz legen. Es ist natürlich nicht so, dass alle Männer im gleichen Maße eine patriarchale Dividende kassieren. Ja, es gibt marginalisierte Männlichkeiten, es gibt andere Formen von Männlichkeiten, die in unterschiedlichen Graden auch diese Dividende kassieren. Und die imaginierte Norm an Männlichkeit, die erfüllen letztlich sehr wenige. Ja, aber es gibt einen relativ großen Kreis an Männlichkeiten, die sich zumindest selbst relativ nah daran verorten und auch sehr stark davon mit profitieren von dieser patriarchalen Konstruktion der Gesellschaft. Und Intersektionalität bedeutet natürlich auch zu verstehen, dass, und das ist auch etwas, womit ich immer wieder beispielsweise in Kreisen von Menschen, die mit Rassismus, von Rassismus betroffen sind, auch immer wieder Irritationen auslöse. Also ich bin jemand persönlich zum Beispiel, der Zeit seines Lebens von Rassismus betroffen war. Ja, ich kann Anekdoten noch in Löcher erzählen. Weiß ich nicht. Also meine frühesten Erinnerungen gehen sehr, sehr weit zurück. Ich
Ich kann mich daran erinnern, dass ich in der zweiten Klasse bereits irgendwie von meinem Lehrer gefragt worden bin. Also dann sag mal, politische Verhältnisse in der Türkei, was ist denn da gerade los, so nach dem Motto. Ne? Also man stelle sich vor, dass man irgendwie einen Zweitklässler fragen würde, Kevin, sag mal, hier Bundeskanzlerin Merkel hat gestern das und das verkündet, was sagst du denn dazu? Also ich glaube, dass es eine wirklich tiefgehende Erfahrung von allen rassifizierten Menschen ist, dass auch in der Begegnung beispielsweise mit Fachkräften, dass immer wieder offenbar wird, dass jegliche Kompetenz, jegliche Werdegang, Ausbildung, alles, was man so an Fähigkeiten hat, in dem Moment, in dem man einer rassifizierten Person begegnet, häufig wegfallen. Ja, dass es kaum Möglichkeiten gibt des Rückgriffs auf diese Kompetenzen. Und das ist einerseits etwas, was mit dem Beispiel vielleicht auch noch mal ein bisschen verdeutlicht, sehr prägsam ist, ja, auch für Menschen wie mich. Und zugleich ist es so, ich nehme jetzt wirklich mein persönliches Beispiel an der Stelle, und zugleich ist es so, dass es natürlich lächerlich anmuten würde, wenn ich in meiner aktuellen Situation jetzt umherlaufen würde und aller Welt erzählen würde, wie deprivilegiert ich bin. Ja. Also klar, wenn ich, um das Beispiel des Vortrags nochmal aufzugreifen, wenn ich jetzt mit Jogginghose irgendwie beim Bäcker stehe, kann es sein, dass ich da schon völlig unvermittelt etwas reingedrückt bekomme. Aber ich bin natürlich in vielfacher Hinsicht mittlerweile sehr, sehr privilegiert. Ja, und wenn ich jetzt in einem Beratungskontext sitze und da ist jemand, der vielleicht obdachlos ist, ja, aber weiß und männlich positioniert ist, dann kann ich dem natürlich erzählen, wie privilegiert er ist. Aber dafür braucht es jetzt auch keine große intellektuelle Leistung, um in dem Moment zu merken, dass das auch schon etwas konstruiert anmuten könnte. Also vor dem Hintergrund, Intersektionalität bedeutet natürlich, dass wir in vielfältiger Art und Weise positioniert sind. Und dass diese Positionierung in gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen nicht separiert werden können, dass sie nicht in einer sterilen Art und Weise imaginiert werden sollten, sondern dass wir uns vergegenwärtigen sollten, dass das immer ineinander greift, dass es immer ein Wechselspiel gibt und sehr stark ineinander wirkt. Und das heißt auch für mich, dass ich vielleicht in der einen oder anderen Hinsicht vielleicht sehr von gesellschaftlichen Diskriminierungsverhältnissen betroffen sein kann. Aber es gibt natürlich auch andere Teilbereiche, in denen ich mittlerweile sehr, sehr privilegiert bin und zum Teil halt auch sehr kompensatorisch da mit meinen Privilegien auftreten und agieren kann. Und in Bezug auf die zweite Frage, ja, natürlich gibt es sehr große Unterschiede, inwiefern ich positioniert bin. Aber das sollte vielleicht auch die Antwort auf die ersten Frage beantwortet haben. Also ich kann natürlich türkischstämmig sein und muslimisch gelesen werden als Mann und kann dennoch zum Beispiel in Form von Äußerem, von Erscheinungsbild, von Kleidung etc. sehr stark signalisieren, dass ich eine andere Klassenzugehörigkeit habe, dass ich mich zu wehren weiß, dass ich mich zu artikulieren weiß. Und schon ist es so, dass mir mitunter völlig anders begegnet wird, als vielleicht jemanden, der auch türkischstämmig ist und muslimisch gelesen wird. Und wenn ich das in diesem kleinen Teilbereich mir schon anschaue, kann das sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja, es gibt natürlich auch beispielsweise kurdische Türken oder Aleviten, und die nochmal andere Diskriminierungserfahrungen innerhalb dieser konstruierten Gruppen machen. Also insofern kann es einen sehr großen Unterschied machen, ob ich jetzt, was war die Bezeichnung, ostasiatisch gelesen werde oder schwarz gelesen werde oder was auch immer. Ja, also es sind, glaube ich, alles Punkte, die eine Rolle spielen, und ich glaube, dass da jeder auch mal so ein bisschen das eigene Kopfkino überprüfen kann, was da so an Bildwelten aufploppt, wenn man sich die entsprechenden Leute vorstellt, und glaube ich, sehr guten Verständnis dafür entwickeln kann, dass es durchaus sehr unterschiedlich sein kann. Ja, ich danke dir. Ich frage nochmal Henning. Ich sehe zwei Meldungen von Jörg und Birol. Vielleicht gibt es noch mehr.
Wie sieht's aus? Das sind genau die zwei. Dann siehst du das Gleiche wie ich. Dann brauchst du mich gar nicht mehr fragen. Kannst du direkt drauf zugehen. Okay, jetzt weiß ich nicht, wer von euch zuerst war. Ich gehe mal der Reihe nach und frage erstmal Jörg. Hallo. Hallo. Bin ich zu hören? Du bist zu hören, ja. Alles klar. Ja, vielen Dank für den Input. Ich hätte mal eine vielleicht ein bisschen weniger theoretische Frage. Ganz kurz, Jörg. Ich weiß nicht, ob du kurz einen Satz zu dir sagen willst. Auch die Kamera ist nicht an. Vielleicht willst du sie auch nicht anmachen. Ach so, ja, wollte ich gerade nicht. Okay. Das ist, glaube ich, auch nicht notwendig für die Frage. Genau, also ich wollte fragen, wir haben jetzt ja so, sage ich mal, einen recht weiten Begriff auch von Rassismus. Und wenn ich stelle mir jetzt so vor, okay, wir haben auf der einen Seite vielleicht Leute, die haben so solche rassistischen Stereotype quasi mitbekommen, haben die auch ein Stück weit verinnerlicht, aber ich sag mal so ein bisschen flapsig, haben eigentlich nichts gegen Fremde oder wie sie es auch immer dann ausdrücken mögen. Und auf der anderen Seite Menschen, die aktiv, bewusst und auch mit Nachdruck vielleicht zum Beispiel schwarze oder muslimische Menschen abwerten, angreifen oder ja, in anderer Form runtermachen. Macht es Sinn, das zu, da quasi eine begriffliche Unterscheidung reinzubringen? Oder ist das einfach beides Rassismus? Und wenn es eine Unterscheidung geben, sinnvoll sein kann, wie können wir das sprachlich fassen? Danke. Ja, danke. Es beinhaltet jetzt so mehrere Aspekte. Ich glaube, ein Punkt ist erstmal wichtig, nochmal so herauszustellen. Der Begriff Rassismus war im bundesdeutschen Kontext lange verpönt und geradezu tabuisiert. Das heißt, wir haben eine bundesdeutsche Geschichte, die natürlich eine sehr spezielle ist. Und wir haben aufbauend auf diese Geschichte auch, auch eine Konstruktion, einen Selbstentwurf, der etwas mit uns allen in diesem Land gemacht hat. Wir haben diese Imagination, wir haben all diese Gewalttaten, die im nationalsozialistischen Deutschland vollzogen worden sind. Und dann haben wir die Stunde Null. Die Stunde Null 1945. Und dann gibt es dieses Bild, diese Idee von einer von Rassismus bereinigten Gesellschaft, die in der Folge entstanden ist. Und in dieser Idee war es lange Jahre geradezu unmöglich, mit diesem Begriff Rassismus zu operieren. Also ich kann mich daran erinnern, ich bin jetzt seit gut 15 Jahren in der politischen Bildungsarbeit, ich kann mich daran erinnern, dass ich lange Jahre lang diesen Begriff Rassismus einfach komplett vermieden habe. Ich habe den nicht in den Mund genommen, ich habe den nicht genutzt, denn die Reaktion war fast immer dieselbe. In dem Moment, wo der Begriff gefallen ist, ist es so gewesen, dass die Menschen vor mir reihenweise kollabiert sind, aggressiv geworden sind, mich versucht haben, in alle möglichen Diskussionen zu verstricken, das Thema irgendwie blockiert haben oder bei Anfragen ein Vorgespräch geführt haben und dann im Nachgang gesagt haben, ja, schön und gut, können Sie mir jemand anders empfehlen, ja. Also sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben ist mir vor ein paar Jahren ein Fachtag in Chemnitz, 1001 Art zu lieben hieß der. Also ich habe zu jener Zeit wirklich, das ist auch etwas, was ich zum Teil schon irgendwie vorgeworfen bekommen habe, ich habe lange Jahre auch mit so einer Art Sprachversteck gearbeitet. Das heißt, ich habe versucht, das Thema zu bearbeiten, aber habe den Begriff nicht genutzt. Ja, und ich sage es jetzt mal ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen für die eine oder andere Person vielleicht ein bisschen provozierend rüberkommt. Es ging lange Jahre wirklich darum, mit weißen Teilnehmern zu dem Thema Rassismus zu arbeiten. Und es ging darum, eine große Sensibilität aufzubringen, den Raum wirklich sehr gut wahrzunehmen auf einer energetischen Art und Weise und dem Gegenüber
sehr kleinteilig portioniert Inhalte zu reichen. Und ständig musste man das Gegenüber im Auge behalten und schauen, wie viel ist noch möglich und wo sind jetzt die Grenzen erreicht. Das hat sich jetzt langsam angefangen zu ändern. Was aber trotzdem überdauert ist und immer noch leider überdauert, ist dieses Verständnis von Rassismus. Denn lange Jahre wurde das auch so benutzt, als wenn es nur ostdeutsche Jugendliche auf dem Lande betreffen würde, Glatzköpfe, Baseballschläger schwingend, Bomberjacken tragend. Ja, das war so reserviert für diese Menschen. Ja, oder es wurde auch im bundesdeutschen Kontext entgegen den Geflogenheiten, den internationalen Geflogenheiten, wurden beispielsweise Sonderbegriffe benutzt. Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie etc. Aber wenn wir von diesen Verhältnissen sprechen, von denen ich jetzt gesprochen habe, dann trifft es das nicht. Ja, wenn Menschen wie ich, die in Deutschland geboren sind, in Deutschland aufgewachsen sind, deutsch sind, trotzdem aus einer in irgendeiner Art und Weise völkisch gedachten Gemeinschaft herausdekliniert werden oder meine Kinder immer wieder auch auf bestimmte Aspekte reduziert werden, auf eine bestimmte Art und Weise verändert werden, dann trifft es ja, dieser Begriff Fremdenfeindlichkeit ist nicht wirklich oder Ausländerfeindlichkeit, denn das sind weder meine Kinder noch ich. Ja, insofern ist es so, dass dieser Begriff Rassismus diese Vorstellung bezeichnet, diese Vorstellung von nazio-ethno-kulturellem homogenen Block von Zugehörigkeit und das ständige Schaffen von neuen Gruppen, die aus diesem Kreis herausdekliniert werden. Und dieses Herausdeklinieren vollzieht sich immer wieder auf dieselbe Art und Weise. Vielleicht nochmal ein persönliches Beispiel. Ja, also mein Vater ist, ich habe es jetzt schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt, ich bin Kind türkischer Gastarbeiter. Das heißt, ein Mensch wie mein Vater, der ist irgendwann angeworben worden und war zunächst, ich glaube, noch so kurz vor seiner der Zeit, in der er angeworben wurde, wurden die Menschen, die angeworben worden sind, mit großer Selbstverständlichkeit noch als Fremdarbeiter bezeichnet. Irgendwann hat man ziemlich schnell gemerkt, dass das zu viel Nähe zu den Fremdarbeiterbezeichnungen aus dem Nationalsozialismus zeigt. Deswegen hat man den Begriff geändert und aus ihnen wurden Gastarbeiter. Kurze Zeit später war es so, dass ein Mensch wie mein Vater nicht mehr als Gastarbeiter besprochen wurde in der Öffentlichkeit, sondern als Türke. Ja, wieder ein Jahrzehnt später waren Menschen wie er plötzlich als sogenannte Asylanten in den Diskursen vertreten. Ab den 90er Jahren war es so, dass er plötzlich dann muslimisch sein entdeckt worden ist. Ja, und wenn er jetzt nicht so alt wäre und sein klappriger Körper das noch mitmachen würde, dann würde er wahrscheinlich neuerdings als Nachbar bezeichnet werden. Das alles hat mit meinem Vater relativ wenig zu tun. Es hat aber was damit zu tun, in welcher Art und Weise Gruppen in dieser Gesellschaft konstruiert werden und wie auf welche Art und Weise Identitätsmerkmale genommen werden und anhand dieser Merkmale Gruppen konstruiert werden und die verabsolutiert werden. Ne? Homogenisierung hatte ich ja vorhin auf dieser Folie gezeigt, etc. Das heißt, ich glaube, dass es grundsätzlich erstmal wichtig ist zu verstehen, Rassismus ist ein gesellschaftsstrukturierendes Phänomen. Kein Mensch ist davon frei. Niemand. Ich nicht, genauso wenig wie Sie alle. Das Einzige, was wir uns an der Stelle vielleicht, was mühsam ist zu erlernen, ist zu verstehen, dass gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse nichts Gottgegebenes sind. Das sind nicht Sachen, die irgendwie vom Himmel gefallen sind. Das sind Konstrukte, die aufrechterhalten werden. Und in diesem Prozess der Aufrechterhaltung ist es so, dass immer wieder eine privilegierte Position geschaffen wird. Und diese Privilegien, die funktionieren auch nur, weil andere Menschen deprivilegiert werden. Und der Schlüssel, um das Ganze zu verschleiern, ist Normalität. Das heißt, wir haben Normalisierungsdiskurse, die es den Menschen möglich machen, die in der Mitte der Gesellschaft verankert sind, die als Norm gelten, dass sie sich nicht damit auseinandersetzen müssen, dass sie sich in der Art und Weise, wie sie leben, wie sie fühlen, wie sie denken, wie sie Menschen wie mir begegnen, ganz gut fühlen können, dass sie sich richtig fühlen können. Und immer dann, wenn dieses richtig fühlen können gestört wird, beispielsweise durch den Zuzug von geflüchteten Menschen, beispielsweise durch eine andere Art von Erschütterung, dann ist es so,
dass all die Menschen, die von diesem rassistischen System profitieren und privilegiert sind, dass sie relativ leicht, und das kann jeder auch für sich mal überprüfen, ganz selbstverständlich auf dieses rassistische Wissensarchiv zurückgreifen kann, auf dieses kulturelle Gedächtnis zurückgreifen kann, auf dieses Repertoire und das ins Feld führen kann. Das macht natürlich nicht jeder und jeder, aber es gibt genug Menschen in Machtpositionen aus interessierten Kreisen, die das sehr gut vollziehen. Und auf diese Art und Weise wird die rassistische Gesellschaftsordnung stabilisiert. Ja, und für den letzten Teil, das ist jetzt eine sehr lange Antwort geworden, Entschuldigung. Und natürlich gibt es einen Unterschied, ob ich jetzt völliger Überzeugungstäter bin und losziehe und anderen irgendwie ja, diffamiere oder vielleicht auch noch körperlich irgendwie angehe oder ob ich ganz normal mein Leben lebe und eigentlich ja, nichts weiter mit diesem ganzen Thema zu tun habe oder auch nicht haben möchte. Da gibt es natürlich einen qualitativen Unterschied. Ganz klar, ich lebe in Sachsen, ja. Also ich kann das sehr, sehr eindrücklich auch bezeugen und unterstreichen. Da gibt es wirklich große Unterschiede. Der Punkt ist einfach nur, dass wir uns alle fragen müssen, inwiefern sind diese Blüten, die das Ganze treibt, diese extremistischen, was ja auch Teil dieser Reihe hier ist, diese extremistischen Blüten, inwiefern das auch überhaupt erst möglich ist durch den Nährboden, den wir in der Gesellschaft schaffen. Ja? Und das ist, glaube ich, mühsam, das herauszuarbeiten und das vor allen Dingen auch die eigene Involviertheit ja, spüren zu lernen. Und ich kann gleich nochmal ein anderes Beispiel geben, ein letzter Punkt. Ich beschäftige mich jetzt seit einigen Jahren auch mit Männlichkeit und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass es verdammt herausfordernd ist. Es ist verdammt herausfordernd auch für mich persönlich zu verstehen, an wie vielen Stellen meines Lebens ich einfach mit männlichem Selbstverständnis auftrete. Was Männlichkeit, männliche Erziehung mit mir gemacht hat. Und jetzt nicht, weil es eine türkisch-männliche Erziehung war, sondern wirklich männliche Erziehung. Und ich muss dazu sagen, dass zum Beispiel ein Teil dieses Prozesses auch darin bestand und vielleicht auch immer noch darin besteht, dass ich gemerkt habe, in diesem kritischen Auseinandersetzung, dass mir etwas verloren gegangen ist. Und zwar ein ganz selbstverständlicher Quell von Kraft und Macht und Energie, der mir abhanden gekommen ist. Und das tut weh. Das ist schmerzhaft. Aber ich glaube, dass es anders nicht geht. Ich glaube nicht, dass wir als Gesellschaft weiter vorankommen können und Menschen, die marginalisiert sind, auf vielfache Art und Weise gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen können, wenn wir uns nicht mit diesen Privilegien auseinandersetzen. Ja, danke für dein eindrucksvolles Plädoyer an die Frage aus Leipzig. Jetzt gebe ich weiter an Birol. Birol, du hattest dich auch gemeldet. Sag mal deine Frage. Hi zusammen. Hi, ich grüße dich herzlich oder euch alle. Hi. Ja, also du sprichst mir gerade aus der Seele, ne? Also das sind ja verschiedenste Themenfelder, die sich wechselseitig belagern, überlagern und in uns als, wenn es geschlechtliche Wesen benennst oder wenn es aus einer anderen positionierten Perspektive benennst, die uns ja über Jahrhunderte durchdringen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das knallharte Themenfeld in dem Zusammenhang. Wir öffnen gerade Türen, also du sprichst es ja gerade an, wir kommen gerade zu den Themenfeldern, die immer noch sehr verborgen noch sind. Also gerade im Kontext von Rassismus hast du es angesprochen. Den Begriff in den Diskurs hineinzubringen, Menschen dazu zu bringen, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Da haben wir Meilenstrecken jetzt in den letzten wenigen Jahren quasi geöffnet, wo es vorher überhaupt nicht ging. Das sehe ich genauso. Ich habe auch mich um diese interkulturelle Thematik rumgewunden und habe versucht, da über das Themenfeld irgendwie einen Schritt weiter vorwärts zu gehen und sah dann immer wieder, okay, Begegnung auf der Ebene bringt es aber nichts. Und wenn wir das jetzt auch nochmal verknüpfen, also Intersektionalität, hast du ja auch vorhin schon angesprochen, mit einer Herrschaftsform, Männlichkeit, in dem Kontext, was ja Männlichkeit, Sexualität einhergeht über Jahrhunderte und dann das Weißsein noch mit hinzuzunehmen,
was ja in Strukturen, in Leiber eingeprägt worden ist, eine Form des Lebens, eine Form des Definierens sozusagen. Und das beschäftigt mich tatsächlich sehr stark. Und ich glaube und ich bin überzeugt davon, und ich beschäftige mich gerade sehr stark damit, weiße Männlichkeiten sozusagen aus der Unsichtbarkeit immer mehr in den Fokus zu rücken, um die Auseinandersetzung mit weißer Männlichkeit, was immer das ist, quasi immer mehr fühlbar, also weg von dem kognitiv ausschließlich logisch Denkenden oder was auch immer, sondern auch in das Leib hineinzugehen und zu spüren, was das eigentlich macht. Also im doppelten Sinne, mit der Macht. Und ich glaube, das ist noch ein wichtiger Schritt, der jetzt auf uns in der nächsten Zeit zukommt. Gerade hier in Deutschland, auch mit der Geschichte, die du angesprochen hast. Also wir haben wehrhafte Männlichkeiten in dem Zusammenhang, wenn wir uns die militärischen oder Bundeswehr anschauen. Okay, da hat sich auch vieles verändert. Aber nach wie vor hat sich in dem Kontext der Konkurrentenmännlichkeiten, gerade jetzt, was das Themenfeld oder die Themenfelder, die du aufgemacht hast, angeht, also die unterschiedlichen Formen von Männlichkeiten und das Othering, was da drin steckt, mit unterschiedlichen Zugehörigkeitsformen. Also wenn ich ein amerikanischer Mann bin und als solcher hier vielleicht überhaupt nicht gelesen werde, dann habe ich ein ganz anderes Standing hier. Dann kann ich ganz anders durch die Welt gehen, als wenn ich als muslimisch-türkisch-schwarzer Mann markiert, gesehen, gelesen werde. Das macht auch was mit meinem Selbstverständnis. Und insofern die Frage jetzt weit ausgeholt an dich, welche Erfahrungen machst du in deinen Veranstaltungen, gerade um das Türchen über das weiße Männliche kritisch Beäugende sozusagen zu öffnen, um darüber machtkritisch Selbstreflexionsprozesse mit Männern ins Gespräch, in den Diskurs zu gehen? Danke dir nochmal. Ja, danke nochmal für die Frage. Ich glaube, es ist vielleicht hilfreicher, wenn ich statt ins Detail zu gehen, das versuche mal auf so einer anderen Ebene zu beantworten. Ich habe gerade meinen eigenen Auseinandersetzungsprozess, der wahrscheinlich nie abgeschlossen sein wird, ne? So ein bisschen skizziert. Und ich glaube wirklich fest daran, dass es total wichtig ist, einladend zu sein, wohlwollend zu sein. Und ich bin fest von einem guten Menschen überzeugt. Ich glaube, dass viele Menschen prinzipiell verstehen wollen in der Hinsicht und auch sich auf Prozesse einlassen. In ihrem eigenen Tempo, ne? Der eine früher, der andere später, aber dass es prinzipiell so ist, dass viele, viele Menschen sich auf diese Prozesse einlassen wollen und dass wir eigentlich auch durch diese große Zahl an Menschen, die sich auf diese Prozesse einlassen wollen, dass wir damit schon eigentlich einen immensen Schritt tun. Denn dadurch haben wir Multiplikatoren, dadurch haben wir Menschen, die nicht nur in die Gesellschaft oder in die eigene Familie reinwirken, sondern die halt Gesellschaft Stück für Stück nachhaltig gestalten. Aber das sind Dimensionen und Zeiträume, die natürlich jetzt nicht immer befriedigend sind, ne, oder auch zufriedenstellend sind. Aber ich glaube, dass es wirklich wichtig ist zu verstehen, dass es ein System ist, das, wenn es um Rassismus geht, seit mindestens 500 Jahren so in der Form etabliert ist. Wenn es um Patriarchat geht, dann, ne, dann geht es noch ein bisschen weiter zurück. Also vor dem Hintergrund glaube ich, dass der Anspruch, das relativ schnell alles über Bord zu werfen und anders zu machen, aller Ehren wert ist, aber nicht so richtig aufgehen wird. Ich glaube, dass wir da in größeren Zeiträumen denken müssen und dass wir vor allen Dingen, oder zumindest halte ich das so, mit einigen anderen Menschen auch, die ich da in der Hinsicht kenne und die da aktiv tätig sind. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, eine wohlwollende Atmosphäre zu schaffen. Denn ihr überprüft das mal für euch selber. Ne? Also wenn jemand irgendwie daherkommt und das ist leider Gottes häufig so. Ne? Man hat halt irgendwie so einen kleinen Erkenntnisgewinn und dann zieht man los und versucht Menschen zu missionieren und ihnen erzählen, wie sie es doch bitte richtig machen sollten. Und das ist prinzipiell erstmal vielleicht in Teilen lobenswert oder richtig gedacht, so vom Ansatz. Aber ich kenne zumindest viele Menschen, ich kenne das auch ein bisschen von mir selber, dass ich dann schnell zumache oder das Gefühl habe, was will die Person denn jetzt von mir? Ne?
Also kein Mensch möchte sich eigentlich irgendwie defizitär gerahmt sehen. Ja, vor dem Hintergrund glaube ich, dass es wirklich wichtig ist, sich eher zu vergegenwärtigen, was nimmt uns das alles? Nehmen wir das Beispiel Männlichkeit. Ja, einfach schauen wir uns mal ganz nüchtern die Statistiken an. Schauen wir uns die Suizidraten an von Männern. Schauen wir uns die körperlichen Folgen von männlichen Arbeitspraxis an. Schauen wir uns die Lebenserwartung an. Schauen wir uns den Mangel an Einfühlungsvermögen in den eigenen Körper an. Ja. Schauen wir uns das an, was mit jungen Männern gemacht wird, ja, die von Kindesbeinen an irgendwie erzählt bekommen, irgendwie hier, ich brauche mal drei starke Jungs, die mir helfen. Ja. Was macht das mit Männern? Ja. Ich glaube, dass das in vielerlei Hinsicht sehr, sehr viele negative Auswirkungen hat. Dass es eigentlich sogar dazu führt, dass wir eine Art Fragmentierung haben. Eine Fragmentierung des Bewusstseins, eine Fragmentierung der Menschen, dass sie in Teilen beispielsweise Sachen nicht zu spüren vermögen. Ja. Ich kenne etliche Männer, die in bestimmten Räumen auftreten und unentwegt in einem Wort reden. Ein Bruchteil von dem Wissen, was Frauen wissen, die anwesend sind. Und es sich trotzdem nicht nehmen lassen, ständig alles zu erklären und zu reden und zu vereinnahmen. Ja? Und es nicht ansatzweise merken. Es können alle ausnahmslos dieser Person im Raum das merken, außer diese eine Person. Und ich glaube, dass es in Bezug auf Weißsein ganz ähnlich ist. Wir haben eine globale Ordnung, die eigentlich fast allen Menschen, die in irgendeiner Art und Weise in dieser rassistischen, hierarchischen Pyramide weiter unten verortet sind, denen ist klar, welche Weltordnung vorherrscht. Denen ist klar, wer da oben steht. Denen ist klar, wie perfide das System ist. Auf welche Art und Weise gesellschaftliche, globale Ungleichheiten hergestellt werden. Denen sind Ausbeutungsverhältnisse klar. Ja, denen ist die Doppelmoral klar. Denen ist das ganze heuchlerische Gebaren klar. Die einzigen, die es nicht zu merken imstande sind, sind die Leute, die auf die Art und Weise sozialisiert wurden, dass es ihnen verunmöglicht wurde. Ihnen ist ein Teil von dem weggenommen worden, was es ihnen ermöglicht, das zu spüren. Und ich glaube, das ist wichtig zu vermitteln. Es ist wichtig zu vermitteln, was bedeutet es, wenn wir von solchen hierarchischen Verhältnissen sprechen, sei es Patriarchat, sei es Race. Nehmen wir Ableism, ja. Also mit welcher Selbstverständnis bauen wir beispielsweise, Ralf Krauthausen sagt das immer so schön, ne? Was wird seinen nicht behinderten Freunden eigentlich genommen, dadurch, dass sie in Häusern wohnen, die nicht barrierearm gebaut sind. Ne? Er kann niemals, ihnen wird die Möglichkeit genommen, dass er irgendwie unangekündigt mal bei ihnen vorbeischaut, dass er sie mal zu Besuch kommt mit seinem Rollstuhl. Also wie wenig haben wir das auf dem Schirm? Ja, und das geht ja weiter in ganz vielerlei Hinsicht. Also ich glaube, meines Erachtens muss der Ansatz darin bestehen, dass wir verständlich machen, dass wir in einer Gesellschaft leben, und da spielt Kapitalismus auch eine große Rolle, ja, wenn wir noch andere Ungleichheitsverhältnisse reinnehmen wollen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir von Kindesbeinen an auch dahingehend erzogen werden, nicht gebildet, erzogen werden, dass wir vieles nicht zu spüren imstande sind. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, ins Spüren zu kommen. Und ich glaube, dass wir uns da auch immer auch an den marginalisierten Gruppen orientieren sollten. Es waren nicht umsonst die Frauen, die in vielerlei Hinsicht Männern auch patriarchale Kontexte aufgezeigt haben. Es waren nicht umsonst schwarze Frauen, die Rassismus mit aufs Tableau gehoben haben in diesen Diskursen. Ja, ich glaube, dass wir wirklich alle dafür arbeiten sollten, dass wir gesellschaftliche Verhältnisse herstellen, die uns dieses Verständnis ermöglichen. Und wenn wir uns da auf diesen Weg machen, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das eine Sache von ein paar Wochen, Monaten oder wenigen Jahren ist. Ich glaube, es ist ein langer Weg, aber ich glaube, es ist ein lohnenswerter Weg. Ich glaube, dass es wirklich ein lohnenswerter Weg ist. Und ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt, die diesen Weg bestreiten und den nicht mit dieser Verbissenheit bestreiten. Den nicht mit missionarischem Eifer bestreiten, den nicht mit der Peitsche rumrennen und den Leuten eins verpassen wollen, ja, die nicht irgendwie in dem Schmerz stecken und aus dem Schmerz heraus agieren, sondern sich tatsächlich, ne, es gibt dieses schöne Zitat von Bob Marley, Free your mind from mental slavery, also die sich tatsächlich von dieser mentalen Sklaverei, die uns da verpasst wird, befreien und auf den Weg machen. Und ich glaube, dass das ein tatsächlich ein sehr einladender und lukrativer Weg ist,
Und mit diesem Selbstbewusstsein sollten wir den Weg gehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass mehr und mehr Menschen diesen Weg folgen. Vielleicht noch einen Gedanken noch. Dann bin ich raus. Ich wollte jetzt nicht blockieren, aber mir fallen da noch zwei Begriffe ein, die ich total wichtig finde. Internalisierung von Dominanz und gleichzeitig Internalisierung von Unterdrückung. Und das ist, glaube ich, in uns allen drin. Und da kann man, glaube ich, wenn man den Weg öffnen kann, dahin, in die eigene Seele sozusagen, zu schauen, wo bin ich darin selbst verstrickt, genau in diese Verhältnisse. Ich glaube, da kannst du schon erste Schritte machen. Und das versuche ich eben in meinen Fortbildungen eben in dem Zusammenhang, da ein Stück weit Türchen ganz liebevoll sozusagen anzugehen und ja, Selbsterkenntnisse als ersten Schritt sozusagen und Selbstbewusstsein schaffen. Ja? Ich danke dir nochmal. Ja, ich habe mich jetzt selbst mal gemeldet und ich habe gerne euch zugehört und ich fand es sehr berührend, euch gerade im Dialog zu erleben. Ich habe selber eine Frage, die daran anknüpft, weil für meine Ohren als Psychotherapeut, der in erster Linie mit Männern oder Menschen, die sich als Männer lesen, arbeitet, hört es sich sehr an nach einem therapeutischen Prozess, was ihr in eurer Arbeit macht. Also spätestens, wenn Vokabeln fallen wie Internalisierung und dergleichen mehr, ist dieses offenen Gesprächsraum halten zu versuchen und trotzdem auch an diese Dinge heranzukommen, eben nicht diese Privilegien zu leugnen, sondern sich das anzugucken, was funktioniert da wie mit Macht und wofür brauche ich das überhaupt? Also aus meiner therapeutischen Sicht kann ich sagen, da vermute ich dann eine sehr, sehr große Angst, sich selbst überhaupt sonst zu verlieren oder nicht definieren zu können. Ich brauche die Abgrenzung ganz dringend, sei es von den Frauen, sei es von wem auch immer, um mich überhaupt positioniert zu sehen. So halt, ne? Und also therapeutisch gesprochen ist es ja ein Ausdruck von einem ganz großen Minderwertigkeitskomplex. Also dass Kleinheits- und Größengefühle ja dann oft zusammenhören und wie sehr ich dann das brauche, mich über andere zu stellen, um mich zu positionieren und ja, um meine Position zu ringen. Und wie weit weg bin ich dann davon zu spüren, was macht mich eigentlich aus? Und ich fokussiere auf das Trennende und nicht auf das Verbindende und was letztendlich Gemeinschaft bieten kann, ne? Auch mit den scheinbar so fernen anderen. Ne? Aber dieses, also für meine Ohren hört es sich sehr therapeutisch an. Ich weiß nicht, wie du das jetzt findest, ob du das als Beleidigung empfindest oder nicht. Ich wollte es mal als Frage stellen. Ich finde das nicht unangemessen, das in irgendeiner Art und Weise als irgendwie therapeutisch zu rahmen. Das ist nicht mein Anspruch. Das ist auch nicht meine Herangehensweise, muss ich dazu sagen. Und ich glaube halt auch nicht, dass wir wirklich, wenn ich das so formulieren darf, dass es wirklich so Minderwertigkeitsgefühle sind, sondern ich glaube eher, dass es ein Stück weit auch unverschuldet, dass ein unverschuldetes Hineintappen in etwas ist. Und ich glaube, dass wir leider in Gesellschaftsverhältnissen leben, die es zum Teil auch schwierig machen, das, was da mit uns widerfährt, auch so zu verstehen, ne? Und irgendwie vor allen Dingen auch zu erspüren. Und ich glaube, dass es da auch wichtig ist zu verstehen, dass es auch beispielsweise, ich hatte es jetzt nur ganz am Rande, das führt wirklich weit jetzt, ne? Aber das ist auch dieses Konzept von kleinteiliger Familie, ja, dass größere Verbünde mehr und mehr aufgelöst worden sind im Zuge von Kapitalismus und einer kapitalistischen Ausprägung von Gesellschaft, ne? Das ist Individualisierungstendenzen, die Vorstellung, dass ich einzig bin und allein bin, ja?
dass das alles so Aspekte sind, ne? Wie gesagt, das führt jetzt wirklich sehr weit, aber das sind natürlich auch alles Aspekte, die dazu beitragen, die auch hilfreich sind, Menschen voneinander zu trennen, zu separieren, ne? Die bestimmte Traditionen, auch bestimmte kulturelle Praktiken halt auch erschweren. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir in einer Gesellschaftsstruktur, also eine Gesellschaftsstruktur haben, die bestimmtes Verhalten auch belohnt. Sei es jetzt monetär, sei es über Status. Ja. Das sind natürlich auch Aspekte, die eine Rolle spielen. Vor dem Hintergrund, ja, vielleicht therapeutisch kann man so rahmen. Ich glaube eher auch daran, dass es, oder was heißt eher, ich glaube aber daran, dass es da draußen wirklich in dieser Welt vielfältige Beispiele, vielleicht auch Beispiele guter Praxis gibt und dass es verdammt schwer ist, sie wirklich als Vorbilder zu nehmen, weil wir zugleich alle irgendwie Teil von Diskursen sind, die dieses Wissen auch systematisch abgewertet haben, verunglimpft haben oder auch uns verunmöglicht haben, es uns auch anzuschauen. Ne? Ich glaube, dass da tatsächlich im globalen Maßstab gesehen einfach viele Beispiele guter Praxis vorherrschen und dass es nicht so richtig korrespondiert mit diesem Verständnis von globaler Ordnung und dieser Hierarchie, in der wir uns verorten. Ja, und das ist einiges auch erschwert, aber ich glaube, dass da einiges möglich ist und ja, vielleicht soweit. Ja. Ich gebe noch mal an Volker. Volker, hast du noch was im Chat gefunden? Ja. Ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig, aus der Emotionalität herauszukommen, sage ich mal. Ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen den Fokus auf das Analytische lenken. Und dafür würde ich gerne so ein paar Chatbeiträge noch mal nutzen und auch noch einen eigenen Beitrag nehmen. Also es gibt schon einen längeren Beitrag hier von Stefanie Barth, die, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, die sprach mit Blick auf rechte, extrem rechte Strukturen. Und das ist ja auch ein Thema, das wir heute so ein bisschen fokussieren wollen. Hier die Bewunderung und die gleichzeitige Abwertung von rassifizierten Männlichkeiten. Das ist erstmal ein bisschen sperrig so, wieso, ne? Wieso Bewunderung und gleichzeitig Abwertung? Und ich würde das gerne nutzen, auch nochmal mit dem eigenen Gedanken, das Thema Othering. Dann hast du ja nun sehr stark auch sozusagen methodisch benutzt als Analyse. Und du hast was gesagt, was mir aufgefallen ist, Othering, also das andere zu definieren, diese Grenze des eigenen, des Wirs und des Ihrs ist immer hierarchisierend. So, an der Stelle bin ich so ein bisschen auch gestolpert. Vielleicht kannst du nochmal erklären, warum du so das mit so starken Worten beschrieben hast, also immer rassifizierend. Und dann wüsste ich natürlich gerne, sozusagen ein Kern unserer Reihe ist ja Erklärung, warum ist dieses Rechtspopulistische, das Rechtsextreme, ja, das ist ja eine Vokabel, da können wir jetzt andere Inhalte einfüllen, für Männlichkeiten, für Männer, sag ich mal, für Menschen, die sich als Männer identifizieren, so attraktiv. Also wo ist hier eigentlich Resonanz? Also warum funktioniert das so gut? Warum sehen wir so viele männliche Personen, die sagen, jo, die sich dem anschließen können und die sich dort anscheinend, ja, ist das Othering, dass sie dort ein Wir haben? Ja, und dort sehr gewinnbringend dann das andere definieren können, von dem sie sich abgrenzen können und dann tatsächlich hierarchisieren. Ja, oder ist da auch, das ist ja auch ein rechter Diskurs, zu sagen, ja, da gibt es andere Ethnien, die wollen wir nicht hier haben, aber trotzdem gibt es dann eine gewisse Bewunderung für das, was sie dann taten. Das ist ja ganz, oder tun. Also dieser Zusammenhang, warum ist dieser rechte Diskurs so attraktiv für Männer und funktioniert das über Othering und ist Othering immer hierarchisch? So dieser Dreiklang. Vielleicht könntest du da nochmal deine Gedanken so analytisch äußern. Danke. Ich bin ganz sicher, ob ich mit diesem Begriff Bewunderung, ob ich den so richtig einordne. Ich
glaube zu meinen, dass damit vielleicht auch dieses Exotisierende vielleicht gemeint sein könnte, aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob das die Frage ist. Und ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, ja. Also diese Exotisierung von anderen, beispielsweise Männlichkeiten, ja, das ist Teil von Rassismus, aber es ist halt auch letztlich ein Produkt, das dadurch, wenn ich das mal so formulieren darf, entsteht, ja, in dieser Konstruktion und in dieser vor allen Dingen häufig auch damit einhergehenden, ne? Also gerade so diese Naturalisierung, ne? Die sind so, die haben Rhythmus im Blut, ne? Die haben dies, die haben das, ihr kennt alle diese rassistischen Stereotype. Das ist natürlich auch etwas, da kann vielleicht der Psychoanalytiker nochmal mehr sagen, das hat natürlich, weckt Begehrlichkeiten auf der einen Seite. Wir kennen das auch von dieser Fetischisierung von beispielsweise exotisierten Frauen, ne? Das Gefühl zu haben, irgendwie eine mal gehabt zu haben oder sowas ähnliches. Das ist ja lange Zeit auch irgendwie in männlichen Kontexten auch etwas, was immer wieder aufploppend war und irgendwie auch thematisiert wurde. Ich glaube, das ist diese Ambivalenz, der so ein Stück weit drinsteckt. Und ich bin, um ehrlich zu sein, nicht jemand, der sich jetzt dezidiert mit Rechtsextremismus auseinandersetzt. Vor dem Hintergrund hat das jetzt nicht so eine, unterliegt das nicht so einem fundierten Wissen, aber meines Erachtens zumindest, wenn ich das so ein bisschen spekulieren darf, ist es halt auch so, dass ich, dass es so eine Art gesellschaftliche Auseinandersetzung gibt, in der wir so momentan in einer verstärkten Art und Weise stecken. Und das, was damit einhergeht, mit zum Beispiel diesen Positionen, die ich und andere vertreten, ne, mit damit, dass das halt immer mehr in die Gesellschaft auch hineingetragen wird, auch als auf die Agenda gesetzt wird, ist es natürlich so, dass es da auch ein gewisser Druck entsteht. Der Druck der Auseinandersetzung, der Druck da auch das eigene Gewordensein zu hinterfragen und da auch das eigene Empfinden von Normalität, von Status, von unsichtbares Einnehmen von einer Zentrumsposition. Ne? Das sind alles Sachen, die so ein Stück weit da in Frage gestellt werden. Und ich glaube, dass es da zum Teil wirklich sehr reaktionäre, reaktionäre Reaktionen darauf gibt. Also das ist da... dass da unter Rückgriff zum Beispiel auf Konservatismus, ja, auf das, den Wunsch, alte Ordnung zu bewahren, relativ nahe liegt für die eine oder andere Person. Ne? Das ist der andere Weg, erster Instanz natürlich auch nicht wirklich immer sehr einladend daherkommt. Also es ist vielleicht relativ platt ausgedrückt ein Stück weit Machtkampf auch in einer gesellschaftlichen Dimension. Und in diesem Machtkampf ist es so, dass sich bestimmte Reihen schließen und bestimmte Kräfte sammeln und auch versuchen, gegen das, was da halt auch als bedrohlich für die eigene Ordnung wahrgenommen wird, anzugehen. Ne? Ich habe das ja versucht, auch in diesem historischen Abriss kurz zu verdeutlichen. Rassismus wird immer dann stark, wenn Ordnung bedroht wird. Also wenn wir uns das Beispiel vielleicht der Sklaverei nochmal vergegenwärtigen, ne? Also wenn wir rauszoomen und uns mal die größeren Ordnungen, die größeren Linien anschauen, also nicht so im Detail drin stecken, dann haben wir zum Beispiel, ne, Sklaverei, die formal abgeschafft worden ist, eine sehr eingängige Ordnung zwischen Weiß und Schwarz im US-amerikanischen Kontext, Millionen von Menschen, die deportiert wurden, die versklavt wurden, die massenhaft umgebracht worden sind, die vergewaltigt worden sind, den Gräueltaten angetan wurden, noch und nöcher. Und dann haben wir halt eine Gesellschaft, in der diese Menschen mit all diesem erfahrenen Leid plötzlich auf einer rechtlichen Ebene zumindest nicht gleichgestellt worden sind, aber zumindest ihnen wurden zu der Zeit viele Rechte eingeräumt. Das heißt, wir haben diese Ordnung, die zuvor existiert war, in einer Art und Weise wurde die in Frage gestellt.
ja, beziehungsweise ein Stück weit aufgehoben auf einer formalen Ebene. Und just zu so einem Zeitpunkt ist es so, dass Rassismus sehr stark wird. Ja, dass Rassismus in diesem Moment stark wird, weil Rassismus ein Hebel ist. Rassismus ist ein Hebel, um alte Ordnung konservieren zu können, zumindest über einen längeren Zeitraum nochmal aufrechterhalten zu können, ja, und um dagegen agieren zu können. Und das ist etwas, was wir, wenn wir uns wirklich so alle Epochen durchgehen und jetzt nicht vielleicht so im Detail drin stecken, sondern ein bisschen rauszoomen, immer wieder feststellen können. Rassismus wird dann stark gemacht, wenn rassistische Ordnung, ja, gefährdet wird. Und das ist, glaube ich, schon mal so ein Erkenntnismoment, den man mitnehmen kann. Ne? Weil es wirklich schwerfällt, gerade wenn man irgendwie im Hier und Jetzt steckt und Argumente einem so um die Ohren gehauen werden, die viele sind ja sehr eingängig. Ne? Man merkt ja auch häufig, selbst als jemand, der jetzt jahrelang zu dem Thema arbeitet, selbst rassifiziert ist, und solchen Diskursen ausgesetzt ist, merke manchmal so, dass die emotional relativ eingängig sind. Ja? Und das ist die große Herausforderung. Ja? Weil es ist ja nicht nur eingängig, weil es irgendwie so logisch überzeugend ist, sondern es ist auch eingängig, weil es emotional an ganz vielem anknüpfen kann. Ja? Und deswegen ist es auch so schwierig, dazu in eine Distanz zu gehen. Also keine Ahnung, man hat vielleicht irgendwie, der eine oder andere hat vielleicht, oder die andere hat bei der Großmutter auf dem Schoß gesessen, wurde liebevoll umgarnt, ihr wurde über den Kopf gestrichen, es war ein total schönes Gefühl von Zärtlichkeit, Nähe, und gleichzeitig wurde halt irgendein Kinderlied mit rassistischem Inhalt gesungen. Mhm. Dann kommt halt irgendwie 30, 40 Jahre später jemand und sagt, das ist blöd. Ja. Ne? Und das ist extrem, extrem verbunden mit diesen Gefühlen von Wärme, Zärtlichkeit, Zuneigung. Und das kommt dann jemand daher und möchte einem das nehmen. Ja, das ist schwierig. Und umgekehrt ist es genauso, wenn halt Sachen an diese ganzen Bilder, ja, also diese ganzen alttestamentarischen Anleihen, Heuschrecken, Plagen, Fluten. Also ich könnte euch jetzt kurz eine Folie raussuchen und nochmal so die letzten 30 Jahre mal die Spiegelcover zeigen. Es ist immer dieselbe Ikonografie, ja, schwarzer Hintergrund, wie gesagt, Anleihen an alttestamentarischen Sachen, ne? Und dann ist es immer wieder so, ne? Türken, Gastarbeiter, Muslime, was auch immer, austauschbar. Immer sind es immer eine Gefahr, eine Bedrohung für uns. Özcan, ich gehe jetzt mal rein, auch weil unsere Zeit jetzt zum Ende geht. Es ist mir ein Anliegen, dir auch zuzuhören, und ich habe mich sehr gefreut, dass du heute sowohl Vortrag als auch Diskussion mitgestaltet hast. Und jetzt ist es so, dass wir zum Ende kommen müssen. Da ist vieles, was wir mitnehmen können und was auch wirklich zum Nachdenken beiträgt, auch über sich selber nochmal nachzudenken. Hast du ja ein großes Plädoyer für auch gegeben heute, auch sich selbst zu hinterfragen, nochmal bei sich zu gucken und eben nicht nur auf die bösen Rechten zu gucken, was die denn da so machen und wie schlimm rassistisch sie sind, und wir sind es ja gar nicht. So, jetzt möchte ich neben dem Dank an dich und an alle, die beteiligt waren jetzt an der Vorbereitung des Abends heute oder des Nachmittags heute, vielleicht nochmal an Henning geben. Vielleicht magst du kurz noch etwas zu der Veröffentlichung dieser Veranstaltung sagen, aber auch zu unserem nächsten Termin, der ja auch schon bald ist. Von meiner Seite nochmal herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Andreas, vielen Dank, Özcan, für diese, ja, für die Moderation, für diesen tollen Vortrag, der sehr berührend war, und auch für das Gespräch. Ich habe das auch im Chat gut nachverfolgen können. Da sind viele, die auch schon gefragt haben, weil die es auch mit ihren Statements entsprechend bezeugen, dass das sehr eingängig und auch für sie Nachdenken angeregt hat. Es gibt den Mitschnitt von der Veranstaltung, wie auch von den anderen, dann auch zu sehen auf der Website des Gunda-Werner-Instituts und dann auch beim Forum Männer. Ich habe es gerade in den Chat hineingestellt. Unsere nächste Veranstaltung wird nicht, wie ursprünglich geplant, am 2. Juni sein. Da müssen wir einen neuen Termin für finden, für Susanne Kaiser. Aber wir haben dann das nächste Fachgespräch am 14. Juli.
zum Thema rechte Männer in der ArbeiterInnenbewegung, Analysen und Herausforderungen mit Professor Dr. Klaus Dörre von der Universität Jena, der sich also mit dieser eher ökonomischen, soziologischen Perspektive nochmal auseinandersetzt und dem nachgeht. Also welche Ursachen und Motive für den Aufstieg des rechten Populismus und unter ArbeiterInnen verantwortlich sind und ob bzw. inwiefern soziale Deklassierung und Deprivation da ausschlaggebend sind. Das wird bestimmt eine spannende Debatte. Die Einladung dazu wird auch in den nächsten ein, zwei Wochen rausgehen, wie immer über den Verteiler, sodass Sie alle davon erfahren werden. Und wir freuen uns dann sehr, wenn Sie alle wieder dabei sind. Ja, und dann zum Schluss nochmal, vielen Dank, dass Sie alle dabei waren für Ihre Beiträge im Chat und auch Ihre Wortbeiträge. Ich hoffe, wir sehen uns dann in diesem oder einem anderen Theater demnächst wieder. Auch von meiner Seite aus, vielen Dank. Mich sehr gefreut. Danke. Einen schönen Abend. Tschüss. Yeah.